Hallo, herzlich willkommen. Toll, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr da seid. Hallo Gabriele, hallo Christiane, hallo Doris, Edeltraut, liebe Grüße, hallo Diana. Ja, danke, dass ihr da seid, trotz der Ereignisse in der letzten Zeit. Einfach, wahrscheinlich sind wir alle so ein bisschen mitgenommen, aber ich dachte, vielleicht ist es auch gerade da gut, weiterzugehen. Hallo Sabine, klasse, dass du da sein kannst. Hallo Maria. Super, liebe Grüße nach Schwelm. Hallo Kerstin. Einen kleinen Tipp gleich zu Beginn, während noch die weiteren Teilnehmer dazukommen. Nimm dir doch gleich ein Öl zu Beginn. Ich gehe davon aus, dass eigentlich alle, die hier dabei sind, auch Young Living Freunde sind. Ich habe zum Beispiel hier Zitrone und Clarity. Zitrone für die Konzentration. Clarity können wir, glaube ich, gerade bei dem Thema E-Mail-Marketing brauchen, weil ja genau da das Thema ist, ja, sobald wir mit der Technik anfangen, kommen oft genau die Momente, wo wir feststecken, wo Hürden sind, wo Barrieren sind. Technische Art, aber auch emotionale Art, einfach ein neues Gebiet, wo wir uns reinwagen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Jana, dass du dabei sein kannst. Klasse, super. Auch Johanna. Also ganz Deutschland ist vertreten. Und mein Tipp noch, sicherlich hast du schon was zum Schreiben da, Wasser zum Trinken und dass du vielleicht auch alles andere abschalten kannst, dass du das Webinar, was so, ich nehme an, 1,5 Stunden gehen wird, jetzt gut verfolgen kannst. Hallo, hallo Ralf, hallo. Super, ich werde gleich einsteigen mit der Präsentation. Und das wäre ganz lieb, wenn ihr mir im Chat ein kurzes Feedback gebt, ob die Präsentation gut zu sehen ist und auch, ob der Ton bei euch gut übertragen wird. Denn dann können wir direkt beginnen. Also heute Abend wird es nicht um die Öle gehen, wobei das ein ganz wichtiger Bereich ist, wenn wir die Öle teilen wollen, dass wir kommunizieren, dass wir eben mit Menschen in Kontakt sind. Das Schönste ist natürlich direkt Seminare zu geben, direkt im persönlichen Austausch das Wissen um die Öle weiterzugeben. Super, danke für das Feedback. Gleichzeitig ist es wichtig, gerade ihr seht, wir sind hier über ganz Deutschland verstreut sozusagen, dass wir über die geografischen Grenzen hinaus das Wissen weitergeben können, schnell Informationen auch weitergeben können. Heute geht es, wie gesagt, um deine professionellen E-Mails, wie du sie für deinen Geschäftsaufbau oder auch bei dem Teamaufbau optimal verwenden kannst. Ich zeige dir in dem Webinar, wie du mit E-Mail-Marketing viele Menschen erreichen kannst, sodass deine Botschaft etwas in der Welt bewegt, also dass du nach außen gehen kannst. Und wie du dabei zeitlich und finanziell neuen Freiraum schaffst. Also, dass du dir wirklich bewusst bist, dass das zwar am Anfang eine Investition ist, sich mit E-Mails zu befassen. Immer wenn wir ein neues Feld oder in ein Feld in die Tiefe gehen, braucht das Aufwand, zeitlichen Aufwand, die Energie, die wir reinstecken. Gleichzeitig wird es dir Freiheit schaffen. Kurz zu mir. Ich glaube, die meisten kennen mich. Ich habe erst 2014 mich intensiver mit dem Thema Online-Marketing befasst. Ursprünglich habe ich Musik studiert und habe auch erst mit 18 mein erstes Handy gehabt. Also es ist wirklich ein Wandel gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte auch mit dem Computer, auch über den Online-Weg das Wissen teilen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist ein wichtiger Bereich, um nach außen zu gehen. Ich bin mehrfach jährlich in die USA gereist, habe dort viele Seminare besucht, aber auch viele Trainings selbst gekauft und durchgearbeitet, unter anderem von Frank Kern und so weiter, Dan Kennedy, Brandon Bouchard, den ich sehr, sehr schätze wegen dem Motivationstraining auch, und Ryan Dice. Ich habe seit 2014 sowohl die Events fürs Team Enjoy organisiert, als auch einen Großteil von dem E-Mail-Marketing gemacht. Das heißt, darüber in der Praxis sehr, sehr viel gelernt. Was bedeutet das, im Team Enjoy, also auch bezogen auf die ätherischen Öle, die E-Mails zu schreiben und Menschen zu erreichen. Ja, und sonst liebe ich das
so leben zu dürfen mit den Dingen, die ich gerne mache, die ich wirklich liebe. Also Musik zu machen, Konzerte zu spielen, das Coaching zu machen, mit den Ölen Menschen zu erreichen und einfach dieses wunderbare Geschenk, was Gary uns mit den Ölen gegeben hat, weiterzugeben. Also das ist das, was mich wirklich gerade jetzt in den letzten Tagen nochmal einfach tief bewegt und auch eigentlich der Verantwortung bewusst macht, was wir da eigentlich für ein Geschenk in den Händen halten. So, worum wird es gehen? Was werden wir heute in dem Webinar lernen? Also einmal nochmal konkret, warum E-Mail-Marketing für dich wertvoll sein kann. Also was E-Mail-Marketing für dich bewegen kann und welche Rolle es spielen kann. Wie du ansprechende Mails an tausende Menschen senden kannst, indem du Wert gibst und Menschen inspirierst. Also da den Hauptfokus, was bedeutet es, Wert zu geben? Wie kannst du wirklich die Menschen erreichen und nicht nur flache E-Mails schreiben? Alles, was du über den Datenschutz wissen musst, da haben mich viele angeschrieben, mit der Bitte, darauf mehr einzugehen, werde ich am Endteil des Webinars machen und ich werde auch ganz am Ende noch auf viele Fragen eingehen, die ihr mir geschickt habt. Und wie du dein eigenes geordnetes E-Mail-System auf die Beine stellen kannst. Das werden wir heute in dem Webinar nicht machen, aber im Anschluss hast du die Möglichkeit, dir zu wählen, einmal, dass du einen Ausblick bekommst, was bedeutet das, welche Schritte sind erforderlich und wenn du möchtest, dass ich dich da auch Schritt für Schritt durchleite. So, ganz kurz, das Webinar ist für dich, wenn du dein Wissen mit vielen anderen Menschen teilen möchtest. Ich glaube, darum geht es uns bei Young Living, wenn du Menschen inspirieren möchtest, wenn du nicht länger im kleinen Kreis bleiben willst, sondern mit deiner Botschaft nach außen gehen möchtest und finanzielle, zeitliche Freiheit anstrebst. Also auch, nein, wenn wir große Visionen haben, dann ist es oft die Zeit, die uns, Zeit und Geld, was uns zurückhält, das zu leben. Und da einfach einen Schritt weiterzugehen. Egal mit welchen technischen Voraussetzungen. Die meisten Öle-Liebenden sind nicht so technikaffin. Gerade deshalb, weil ich auch diesen Prozess von mir selbst kenne, wie ich da durchgegangen bin, ist es mir wichtig, da die Möglichkeit zu bieten, ohne dass du Vorwissen hast. Es ist nicht für dich, wenn du gar nicht offen bist, mit dem Computer zu arbeiten. Wenn du denkst, dass es in einer Stunde geht, das System auf die Beine zu stellen, ganz so schnell geht es doch nicht. Und wenn du erhoffst, und das ist mir ein wichtiger Punkt, dass du nur mit E-Mails dein Young Living Team aufbauen kannst. E-Mails ersetzen nicht den persönlichen Kontakt zu Menschen im Network Marketing. Das heißt, in der Regel lernst du Menschen persönlich kennen oder viele machen das über Social Media, über Instagram, über Facebook. Darüber in Kontakt mit Menschen zu kommen. Dieser persönliche Draht ist unbedingt erforderlich und nur mit E-Mails wirst du niemals Young Living als Geschäft aufbauen oder eben den Teamaufbau ermöglichen können. Bevor es losgeht, mir geht es darum, Menschen, die eine Vision haben, etwas in die Hand zu geben, um das zu erreichen. Wenn es dir so geht, dass du dich von der Technik überfordert fühlst, dass du heute wirklich die Klarheit bekommst und auch den Mut loszulegen für dich. Und dass du dir Zeit sparst, also dass du viele Stunden der Recherche sparst und eben diesen ganzen, wo man stecken bleibt und nicht weiterkommt. So, nun geht es los. Warum können E-Mails der Schlüssel für dein geschäftliches Wachstum und deine persönliche und zeitliche Freiheit sein? Hier habe ich die wichtigsten Punkte für dich zusammengefasst. Also E-Mails sind Multiplikatoren. Du kannst eine unbegrenzte Empfängerzahl geografisch ungebunden, also überall auf der Welt erreichen. Das kennen wir ja heutzutage schon von Medien. Letztendlich das, was früher der Brief in langsamer Form war, auch von der Wichtigkeit, auch von der Wertschätzung neben Social Media, neben Facebook, neben WhatsApp, haben wir, jeder hat oder fast jeder hat E-Mails, genauso wie man früher mit Post jemanden erreicht hat, sind heute die E-Mails sozusagen der klassische Kommunikationsweg. Du kannst mit den E-Mails automatisierte Standardabläufe einrichten.
Das heißt, du sparst dir ganz, ganz viel Zeit, wenn du dir Vorlagen einrichtest, wenn du Mailsequenzen hast, sodass du intelligent eben nicht durcheinander und dir stellt jemand eine Frage und du fängst jedes Mal neu an, die E-Mail zu schreiben, sondern dass du das gut vorbereitest und dann schnell reagieren kannst und dir im Nachhinein wirklich unglaublich viel Zeit sparst. Also da wirklich die zeitliche Freiheit, wenn das einmal eingerichtet ist. Dann bekommst du dadurch auch eine klare Ordnung und den Überblick über die Kunden und Interessenten, weil wenn du professionell mit E-Mails arbeitest, siehst du auch, wer deine E-Mails öffnet. Du hast Listen, die wirklich sortiert sind, die wirklich klar sind und kannst da entsprechend viel besser auch darauf eingehen, was gewünscht ist. Du kannst darüber natürlich neue Kunden gewinnen. Du kannst kommunizieren im Team. Das ist auch sehr wichtig, einfach da im stetigen Kontakt zu sein, die wichtigsten Infos rauszugeben, neue Impulse rauszugeben. Und es ist das Verbindungsglied zwischen Online-Präsenz und dem realen Kunden. Insofern, dass du über Social Media, über Website, über Blog deine Interessenten kennenlernst oder auch da den ersten Kontakt hast und dann die E-Mails den nächsten Schritt darstellen, dass du dann entsprechend kommunizieren kannst. Hier siehst du die ersten Schritte und zwar ist es so, dass du über verschiedene Wege neue Interessenten kennenlernst. Und wie ich schon gesagt habe, E-Mails sind nicht dazu da, neue Menschen kennenzulernen. Das machst du auf anderer Ebene. Du kannst über einen Blog neue Kontakte bekommen. Die tragen sich dort ein, um E-Mails für dich zu bekommen. Über Facebook kannst du neue Kontakte knüpfen. Natürlich im persönlichen Gespräch von Zug bis Anstehen an der Schlange im Supermarkt. Du kannst, wenn du allgemein neue Kunden hast, die natürlich in deine E-Mail-Liste nehmen. Interessenten von Messen und von vielen weiteren anderen Quellen bekommst du neue Kontakte und damit eben auch neue E-Mail-Adressen. Du sendest dann die E-Mails, um Vertrauen aufzubauen. Gerade bei neuen Interessenten geht es darum, dass die E-Mail die Funktion haben, dass sich die Menschen kennenlernen und dementsprechend vertrauen und wirklich wertschätzen, was du ihnen sendest. Du gibst ihnen Mehrwert, Inspiration und deinen Service, also wirklich alles, was du geben kannst. Und das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass uns immer Qualität und der Dienst für die anderen Menschen im Vordergrund steht. Also, das ist der Schlüssel, um überhaupt, sag ich mal, ein E-Mail-System aufzubauen, was auch nachhaltig ist und was auch Freude macht, was auch im Sinne der Ethik ist. Von da ausgehend, kannst du dann verschiedene Informationen senden oder hast du verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass du allgemein Informationen und Inspirationen sendest. Du kannst einladen zu Webinaren, zu Seminaren mit den E-Mails. Du kannst Angebote machen, aber natürlich auch dein Team trainieren. Das waren auch, was viele so als Rückmeldung gegeben haben bei der Umfrage, die ich gemacht habe. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ist die Interessenten, dass die so von uns überzeugt werden, dass sie sagen, ja, ich möchte wirklich mal die Öle ausprobieren und dann aber auch die schon Kunden sind, weiter Informationen zu geben, weiter ja tiefer einzusteigen mit über das Wissen der Öle. Drei Säulen sind wichtig, wenn du dir dein E-Mail-Marketing-System aufbauen möchtest. Das ist zum einen die klare Positionierung für Professionalität. Halte dein Wissen nicht zurück, also stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Teile dein Wissen, bewege Menschen und habe auch das Vertrauen, wisse, was du willst. Da den Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich möchte das Ganze nicht klein klein machen, sondern auf einem professionellen Standard. Die technische Umsetzung, also Programme zu verwenden, die Zeit sparen, die dir Analysen geben, Feedback geben und
bestimmte Abläufe automatisieren, dass wir auch mit dem arbeiten, was uns technisch zur Verfügung steht. Und wie gestalte ich meine E-Mails? Das ansprechende Texten, dass du Betreffs schreibst, die geöffnet werden, entsprechend ansprechende Mailtexte, die wirklich auch positiv ankommen, die Inspirationen geben und auch optisch so aussehen, dass man sagt, dass, ja, dass man dranbleibt, dass man wirklich von dir begeistert ist. Das Wichtigste dabei oder was sehr Wichtiges, was gerade sehr, sehr, sehr aufflammt, ich glaube, ganz so wichtig müssen wir es gar nicht sehen, jeder nutzt es sozusagen auf seine Weise aus, ist der Datenschutz. Also da auch konform zu sein mit den rechtlichen Bestimmungen, da gehen wir nachher drauf ein. Hier nun die Fragen und ich denke, viele von euch haben sich vorher schon Gedanken gemacht. Einmal, welche Informationen möchtest du mit den E-Mails weitergeben? Auch so ein kleines Feedback oder so eine Bestandsaufnahme. Was machst du bereits? Wo bist du schon gut und konsequent, dass du regelmäßig E-Mails sendest? Und wo liegt noch Potenzial? Diese Bestandsaufnahme ist ganz wichtig, nämlich auch, dass du guckst, was ist dein geschäftliches Ziel und dein privates Ziel. Das kann ja auch für verschiedene Ebenen, kann ja auch für Hobbys verwendet werden, für allgemeintätige Zwecke, philanthropische Zwecke. Das muss ja auch nicht immer sein, um beruflich damit zu arbeiten mit den E-Mails. Es gibt so viele andere Wege und Möglichkeiten noch. Dann zu gucken, wie sind denn die Ziele für 2018, für das Jahr, für das folgende Jahr, wenn möglich bis 2030. Je langfristiger du denken kannst, je mehr du visionieren kannst, envision, build your dream, desto klarer kannst du dein E-Mail-System auf die Beine stellen, dass du jetzt schon das aufbaust, was du in 10 Jahren, wovon du nähren wirst in 10 Jahren und dass wir nicht dieses Flicken haben. Ein bisschen wird gemacht, dann merkt man, oh, es funktioniert nicht mehr, oh, jetzt muss ich flicken, muss das Neue machen. Und wenn du jetzt startest, dein E-Mail-System zu machen, kannst du zum Beispiel beim Datenschutz gleich alles richtig einsetzen und dann hast du überhaupt kein Thema oder keinen Stresspunkt dort mehr. Welche Chancen hast du bisher verpasst, da du nicht professionell mit deinen E-Mails aufgestellt bist? Also zeitlich, finanziell, aber auch professionelle Auswirkungen. Wo hast du vielleicht nicht nachbetreut, obwohl jemand auf deine E-Mail gewartet hat? Das sind ja auch Dinge, wenn man mal ehrlich mit sich ist. Ich muss sagen, ich kenne das selbst zu gut. Einfach diese Momente, wo man es dann nicht schafft, die Kontakte in den E-Mail-Verteiler mit reinzunehmen oder eben E-Mails nicht gesendet hat, weil keine Vorlage da ist. Wie ist da von euch das Feedback? Also was mich interessieren würde, zu der ersten Frage, dass ihr da einfach ein paar Antworten von euch reingebt. Was möchtet ihr mit den E-Mails weitergeben? Also was ist euch das Wichtigste? Und danke euch, wenn ihr im Chat zwischendurch Fragen beantwortet. Ich kann, während ich die Präsentation blätter, nämlich nicht ins Chat gucken. Also ich empfehle immer über Google Chrome in den Browser reinzugehen. Danke, Christiane, auch für die Antwort da. Super. Also es ist mit den Browsern immer wichtig, dass man da die aktuelle Version hat und entsprechend auch zuverlässige Browser, wo Google Chrome sehr gut geht. Also die Frage an euch, was ist euer Ziel mit dem E-Mail-Marketing? Welche E-Mails wollt ihr versenden? Stellt gerne ein paar Antworten in das Chat mit rein. Ich gehe derweil schon mal weiter. Meine Frage zu dir, Hand aufs Herz sozusagen, wie stehst du zu E-Mail-Marketing? Sind da Gedanken bei, die vielleicht auch bei dir mal aufkommen? Aber ich möchte andere nicht zuspammen. Oder ich habe keine Zeit dafür. Oder ich bekomme selbst so viele Mails und möchte nicht zu den nervigen Werbemailern gehören, die keiner mag. Oder Mails gehören dem letzten Jahrhundert an, mir reicht Facebook, WhatsApp und die anderen sozialen Medien. Das muss nicht so sein. Das ist ganz wichtig, dass wir genau hier uns professionell aufstellen.
Und gleichzeitig auch, wenn da wirklich bestimmte Glaubenssätze drin sind, die dich blockieren, dass du auch daran arbeitest und die auflöst. Also auch wenn wir das professionell auf die Beine stellen und du trotzdem in dir den Glaubenssatz hast, ich gehe Menschen auf den Wecker sozusagen, kann dich das behindern. Also da ist es ganz wichtig, dass die E-Mails wirklich ein Service sind, den wir anbieten. Einer der wichtigsten Punkte, wo auch viele Rückmeldungen kamen, dass ihr euch Gedanken drüber macht, Spam oder Segen, das Geheimnis des Mehrwertes. Also wie können wir E-Mails verfassen, dass sie begeistert gelesen werden, dass sie eben nicht als nervig angesehen werden. Ich denke, ihr kennt alle die verschiedenen Beispiele. Wir haben das alle erlebt, dass wir E-Mails kriegen, wo wir sagen, das sind uns echt zu viel, die kommen zu oft oder eigentlich will der mir nur was verkaufen. Genau, wenn du diese Gedanken hast, kannst du immer analysieren, was ist der Grund, warum ich jetzt diesen Gedanken habe? Warum stört die Person mich? Und wenn du da die Antworten drauf findest, kannst du automatisch für dich entscheiden, das anders zu machen. Die zwei Seiten der Medaille. Ob das Spam ist oder ob dir deine E-Mail als Segen oder als Geschenk angesehen wird, entscheidet, ob du Mehrwert gibst. Hier kurz erstmal, bevor wir darüber sprechen, was passiert, wenn deine Mail nervig ist oder wenn sie als Spam angesehen wird? Der Empfänger ist frustriert, da er sich belästigt fühlt von dir. Und auch die Bereitschaft von den Menschen, zukünftig die Mailadresse zu geben, sinkt. Und die Mails werden einfach ungeöffnet gelöscht. Das heißt, die Arbeit, die man reinsteckt, zack, weg. Und gleichzeitig ist es für uns insgesamt der Nachteil, dass Menschen nicht mehr gerne die E-Mail-Adresse angeben wollen. Für dich als Person, die E-Mails versendet, wenn die Mail als Spam angesehen wird, sinkt die Zustellungsrate. Da die Empfänger, die Mail als Spam markieren und damit, also die markieren den als Spam, die Funktion kennst du sicher auch. Damit wird der Mailabsender automatisch geblacklistet. Geblacklistet heißt, dass die Zustellrate sinkt, dass der auch bei anderen, nicht nur bei dir, schneller im Spam-Ordner landet. Und dann bist du enttäuscht, weil deine Mails nicht die Resultate erzielen. Also da den nicht in diese Spam-Falle reinzukommen, ist extrem wichtig, weil es nämlich auch genug Einrichtungen gibt, die uns schützen wollen. Und auch dazu ist der Datenschutz eigentlich nur da, dass wir eben nicht diese E-Mails bekommen. Wie wäre es, wenn deine Empfänger jede Mail von dir begeistert öffnen und dir dankbar mitteilen, dass sich ihr Leben durch deine Impulse enorm verbessert hat und sie dir von Herzen dankbar sind? Dass sie bereits auf neue Informationen von dir warten. Das ist mein Ziel für dich oder für uns alle, dass wir solche E-Mails verfassen, dass wir so die Menschen wirklich von Herz zu Herz erreichen. Wie ist das möglich? Also, der Empfänger erwünscht die Informationen, die wir geben werden und bittet darum, dass du mit deinem Newsletter, Entschuldigung, zu dem Thema Informationen sendest. Und das ist ganz gezielt eben die Informationen zu dem Thema, was er bittet. Je konkreter wir also wissen, welche Informationen der Interessent wünscht, desto genauer können wir auf seine Bedürfnisse eingehen. Das ist das Ziel, dass wir Mehrwert geben. Und auch in der Art, wie wir die E-Mail schreiben, genau die Personen erreichen und die mitnehmen, die eben bei uns in der E-Mail-Liste sind. Nun aber die Frage, wie weiß ich denn, was den Empfänger wirklich interessiert? Stellen wir uns mal vor, wir haben 200 Menschen in unserer Liste. Wie kann ich denn jetzt eine E-Mail schreiben, sodass der auch sagt, ja, super, interessiert mich, hast du genau eigentlich das Thema angesprochen, womit ich mich gerade beschäftige. Wir werden natürlich nie alle 100% erreichen, aber es ist wirklich möglich und real, dass du den Großteil von deinen Kontakten wirklich wertgebende E-Mails schickst.
Und das kannst du machen, indem du deinen idealen Kunden kennst, also indem du weißt, wen du selbst anziehst, indem du weißt, wem du weiterhelfen möchtest, wer zu den Menschen gehört, den du gerne im Falle von Young Living die Öle empfiehlst, den du super gerne als Geschäftspartner hast, mit dem du selbst gerne Zeit verbringst. Und in der Regel ist er gar nicht so unähnlich mit dir. Guck mal einmal in den Chat, was ihr geantwortet habt hier, Edeltraut, genau, Einladung zu senden für Veranstaltungen. Und genau da geht es nämlich darum, zu wissen, was interessiert die Menschen überhaupt, die in meiner Kontaktliste sind. Und wie kann ich sie auch so betreuen, dass sie sich wohlfühlen? Genau, auch bei den Anwendungstipps. Wie kann ich die so formulieren oder wie kann ich die Tipps senden, die auch relevant sind? Genau, und auch dann für den Geschäfts- und Teamaufbau, auch da ist es genauso wichtig, dass wir die Mails schreiben, die auch ja, die Menschen erreicht. So. Hier kannst du gleich praktisch für dich mitmachen. Wir werden das auch im Anschluss bei den Trainings wirklich tiefergehend noch machen. Aber wenn du dir hier klar schon mal eine Übersicht schreibst, oder die Punkte aufschreibst, du kannst ja auch einen Screenshot machen von dem Bild und das nach dem Webinar für dich weitermachen, bist du schon ein ganzes Stück weiter. Vielleicht bist du dir sowieso schon im Klaren, was dein idealer Kunde ist. Er wird übrigens auch gerne Kundenavatar genannt. Definiere so detailliert wie möglich die Personen, für die dein Angebot oder Dienst optimal ist und den du gerne in deinem Team haben möchtest. Das ist die Basisarbeit, bevor du deine E-Mails schreibst, dass du das komplett verinnerlicht hast, dass das sozusagen in jeder deiner Zelle klar ist, wie die Person ist, der du die E-Mail schreibst. Das können sehr konkrete Daten sein. Du kannst auch eine Person, die du hast, wo du sagst, die ist perfekt, sein, dass du einfach von der die Daten übernimmst. So bildlich wie möglich, wie eine Person, die vor dir steht. Also die demografischen Daten, weiblich, männlich, wie alt. Du kannst sogar beschreiben, wie sie aussieht, lange, kurze Haare, die Schuhe, solche Schuhe, diese Kleidung. All diese kleinen, feinen Details machen es umso stärker, umso ausdrucksstärker. Die persönlichen Daten, wie ist die Familie, der Familienstand? Welchen Beruf hat die Person? Entscheidend, damit du der Person weiterhelfen kannst, sind die folgenden drei Fragen. Welche Probleme hat die Person? Emotional, sozial, beruflich, finanziell und persönlich. Also wo drückt wirklich der Schuh? Wo kannst du ansetzen und sagen, ich habe eine Lösung für dich? Welche Wünsche hat die Person? Also genau der andere Part. Auch emotional, sozial, beruflich, finanziell und persönlich. Da zu helfen, in Richtung der Wünsche zu kommen und entsprechend auch, welche Hoffnungen hat die Person. Erst wenn du deinen Kunden klar definiert hast oder auch adäquat den Teampartner, wenn du sagst, es geht mir um die Geschäftspartner, kannst du ihm den Mehrwert geben. Und wirklich mein Tipp, inhalier das, visualisier das mit jeder Zelle, dass du das nicht einmal aufschreibst und dann in den Schrank legst, sondern dass das ganz klar vor dir präsent ist. Jede E-Mail, die du anschließend verfasst, also du kannst heute starten, wenn du dich nach dem Webinar noch für die Finalisierung davon hinsetzt, kannst du heute starten. Jede E-Mail, die du verfasst, schreibst du imaginär an diesen idealen Kunden oder Kundenavatar. Das heißt, du sitzt am Computer, schreibst eine E-Mail und vor dir ist währenddessen wie die beste Freundin, wie der beste Freund, die Person, an die du schreibst, ganz persönlich. Das entscheidet über die Anrede, über die Sprachwahl, über den Inhalt, das Angebot und auch die visuelle Gestaltung. Also alles, was damit zu tun hat, wird dadurch bestimmt und definiert. Gibt es dazu Fragen eurerseits? Ah, ein ganz wichtiger Hinweis. Danke, dass du schreibst, Ulrike. Wenn wir E-Mails versenden, ist es wichtig, dass wir uns in dem
sag ich mal, in der Internetzone befinden, also in dem öffentlichen Rahmen. Und dann müssen wir uns unbedingt an die rechtlichen Grundlagen halten, also an die Gesetze. Auf Englisch die Compliance oder die, was wir sagen dürfen, was nicht. Das heißt, bei den Ölen beziehen wir uns auf Themen für die Persönlichkeitsentwicklung, auf Wellness-Themen, auf Kosmetik, Hautpflege und geben dazu Tipps. Also das ist ganz wichtig, da keine gesundheitlichen, ärztlichen Aussagen zu machen und damit Leute ins Boot holen zu wollen, denn dann begeben wir uns wirklich auf Glatteis und das ist die Verantwortung für uns selbst, für Young Living, dass wir da richtig uns entsprechend verhalten. Wenn du dich damit nicht gut auskennst, guck in das virtuelle Büro, in die Ressourcen für Mitglieder. Da sind drei Dokumente hinterlegt, wo beschrieben ist, was du sagen darfst und was nicht. Super, ich gucke mal zwischendurch ins Chat, ob von euch weitere Fragen sind. Gerade wenn es darum geht, Interessenten zum Kunden zu verwandeln. Also, dass du zum Beispiel jemanden auf der Messe kennengelernt hast und oder das erste Mal beim Vortrag, der hat noch nicht bestellt, aber der interessiert sich schon für das eine oder andere. Es ist wichtig und ein toller Weg, dass du regelmäßig Informationen sendest und wertvolle Tipps und Inspirationen gibst. Also einfach Anwendungsmöglichkeiten, Erfahrungen, was du selbst gemacht hast. Dadurch entsteht ein Vertrauensverhältnis, übrigens das Follow-up, das Betreuen von Personen. Da steckt das Wort treu sein drin. Also dieses zuverlässig sein, treu sein und Vertrauen aufzubauen. Der Empfänger ist dankbar, inspiriert und neugierig. Sein Leben bekommt durch dich positive Impulse. Du wirst zum Freund und dementsprechend ist die Person auch dankbar, dass sie dein Angebot und die Möglichkeiten, die du anbietest, kaufen kann. Eine kleine Randbemerkung. Im Durchschnitt kommen Kaufentscheidungen erst nach der 5. bis 8. Kontaktaufnahme zustande. E-Mails sind dabei ein wichtiger Kommunikationsweg, um im regelmäßigen Kontakt zu sein, aber nicht der einzige. Und das auch nur, wenn sie auf die richtige Weise geschrieben sind. Hier auch nochmal eine gute Übersicht, die du dir vielleicht auch abfotografieren kannst. 9 Wege, wie du Mehrwert geben kannst. Das Allerwichtigste ist, dass du nicht monoton immer das Gleiche machst, dass die Leute schon denken, ach ja, schon wieder so eine Mail oder das kenne ich schon, weiß ich schon. Variiere in der Art, wie du E-Mails schreibst, wie lange du sie schreibst, was du inhaltlich schreibst. Du kannst zum Beispiel Aktuelles schreiben, wie so eine Art monatlichen Newsletter, wo zum Beispiel du etwas zum Monatsangebot schreibst. Du kannst einen kleinen Artikel zu einem Spezialbereich schreiben. Auch Erfahrungsberichte, die sind sehr wirksam. Wenn du berichtest, heute habe ich das erlebt oder das und das, ja, wirklich was live, was von einer Person erfahren ist. Fragen und Antworten, auch Umfragen kannst du senden. Es gibt die Möglichkeit auch über noch extra Programme, wie zum Beispiel SurveyMonkey, Umfragen zu senden, so wie Young Living das gerade gemacht hat, übrigens ja auch mit der Zufriedenheit mit den Umfragen, um auch einmal eine Rückmeldung zu bekommen, um deine Interessenten und Kunden einzubeziehen in die Interaktion, dass die E-Mails nicht immer nur nach außen gehen, sondern dass du auch mal auch Antworten zurückbekommst. Empfehlungen und Tipps kannst du geben. Du kannst Videos senden mit den E-Mails. Du kannst einladen, auch ein wichtiger Punkt für Webinare, für Workshops und Seminare. Wichtig ist, manche tappen in die Falle, dass sie nur Einladungen versenden. Also jede E-Mail, die kommt von der Person, ist eine Einladung. Das heißt, wenn man dann nie einen Workshop besucht, hat die keinen Wert. Weil das wieder nur Termin hier und da, weißt du, willst du nicht kommen? Ja, nee, schaffe ich sowieso nicht. Dann wird es langweilig. Also tapp da nicht in diese Falle. Du kannst auch was verkaufen mit einer E-Mail. Auch das darf dabei sein. Und du kannst Geburtstags- oder allgemein Gratulationsmails schreiben. Das heißt, wenn du dazwischen variierst, hast du, wie ich hier in diesem kleinen Bildchen habe, einen bunten Blumenstrauß
von verschiedenen Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, Mehrwert zu geben, die Menschen zu erreichen. Und mach es einfach immer aus dem Herzen mit dem besten Willen für die Person. Also alles, was eigensinnig gedacht ist, riechen wir 10 Meter gegen den Wind oder wie man das sagt. Ich glaube, das kennst du selbst, dass du das unterscheiden kannst. Und du kannst dich dann immer prüfen, was ist deine Motivation, um die E-Mails zu schreiben? Bist du wirklich für das Team da? Bist du engagiert? Möchtest du wirklich was Gutes bewegen? Oder wird eigentlich manchmal das Eigeninteresse dominant? So, wichtig bei dem Ganzen ist trotzdem, oder ist unbedingt, E-Mail-Marketing muss intelligent gemacht sein. Was häufig passiert, vielleicht kennst du das eine oder andere, dass die E-Mails, die Mailadressen unstrukturiert gespeichert werden. Dann sind sie unsortiert und zum Teil werden die doppelt ausgesendet, zum Teil werden sie an Menschen nicht ausgesendet. Das heißt, es ist einfach ein Riesenchaos. Anderer Punkt ist, dass es doch immer wieder passiert, dass die E-Mail aussagelos ist, also dass sie nicht interessant ist für den Empfänger. Oder eben auch, dass das Versenden komplett ohne System ist, einfach so, wie es kommt, hier und da mal was rausgeschickt wird und damit viel Potenzial verloren geht. Hier wieder für euch. Gerne auch im Chat, dass wir hier uns auch ein bisschen austauschen, wie es uns geht. Ein wirklich ehrliches Feedback oder ehrliche Reflexionsrunde. Sendest du Informationen, die du versprochen hast? Sendest du frühzeitig Einladungen aus? Was bedeutet das für Live-Veranstaltungen mindestens 2 Wochen vorher, wenn das ganze Wochenendseminare sind, mindestens 1 Monat vorher? Sind die Informationen, die du sendest, interessant und relevant für den Empfänger? Hältst du Termine ein? Also wenn du zusagst, dann und dann was zu schicken, tust du es auch. Wie ist es mit Fehler in Versendungen? Vielleicht kennst du das, plötzlich ist der Wochentag falsch, das Datum falsch, du hast eine E-Mail kopiert, da steht in einer Stadt Innsbruck, in der nächsten unten steht Salzburg, dann weißt du gar nicht, wo sind die Veranstaltungen im Betreff, oben steht noch eine andere Stadt. All diese Dinge, passiert dir das mal, kann das immer passieren, wir sind einfach Menschen, kommt das gehäuft vor, dass Rechtschreibfehler sind, dass Datumsangaben falsch sind. Wenn nicht, warum? Und da gerne von euch die wichtigsten Punkte, dass ihr die im Chat auch schreibt. Ein entscheidender Punkt ist technische Unfähigkeit, also dass wir uns nicht trauen und einfach keinen Zugang dazu haben. Niemand hat es uns gezeigt und dann nicht wissen, wie. Aufschieberitis, sich abzulenken oder zu verzetteln oder einfach ganz einfach ein Zeit- und Energieproblem, das vorne und hinten die Zeit nicht reicht, neben Familie, Beruf, Nebenberuf und so weiter. Oder nimmst du die Kunden am Ende doch nicht so wichtig, dass eben alles andere vorne ansteht und genau diese Dinge dann vergessen werden. Danke, Edeltraut. Ja, ich finde es so wichtig, dass wir ehrlich mit uns sind, weil in dem Moment können wir weitergehen. Genau, meine Zuverlässigkeit von Christiane heißt bisher oft, die gleiche Mail immer wieder zu formulieren und nicht als Vorlage zu haben. Das ist was, das kenne ich auch von mir. Und das ist einfach nur, das, zum einen, wenn man einmal sich Vorlagen eingerichtet hat und weiß, wie sie gespeichert werden, dann ist der technische Part davon gelöst. Dann ist der zweite Part, die Disziplin zu entwickeln, sobald ich eine E-Mail schreibe, die in Zukunft auch relevant sein wird, diese sofort in den Vorlagenordner reinzuschieben. Also erst technisches Problem lösen und dann die Disziplin und die Erinnerung daran, das da reinzuschreiben. Genau, die Zeit verfliegt auf Fieberitis. Und da kann ich übrigens empfehlen, Grounding morgens, eine Erdungsübung zu machen.
um klar zu sein oder um klar zu werden, was ist mir das Wichtigste? Weil dass die Zeit verfliegt, ist oft, dass wir einfach so viele Sachen haben und es uns schwerfällt zu priorisieren, wenn wir uns, wenn wir einen Weg finden. Ich finde dazu das Grounding sehr gut, Valor finde ich sehr gut und die Spiegelübung, sich vor den Spiegel zu setzen, in die Augen zu schauen und zu fragen, was ist mir das Wichtigste im Leben? Dann wird es leichter, vielleicht noch ein bisschen mit Release, die Dinge auch zu, loszulassen, die gar nicht so wichtig sind. Genau, die Technik. Zeit und Energie fehlen mir häufig. Dadurch rutschen viele Themen zu weit nach hinten. Ja, also da dürfen wir wirklich ganz bewusst nochmal mit den Ölen zusammen gucken, was ist das Wichtigste, wie kann ich Prioritäten setzen, wie kann ich ja, vielleicht weniger Sachen, aber effektiver machen. Vergesslichkeit, wenn nicht gleich in den Kalender eingetragen. Ja, auch da die Routine, sofort Dinge aufzuschreiben. Und noch ein zweiter Punkt, wenn du mit anderen oder ein kleiner Tipp, so wenn jemand anderes mit beteiligt ist oder auf deine Informationen wartet, gib einfach die Bitte an die Person, erinnerst du mich daran? Wenn du die E-Mail morgen oder übermorgen nicht hast, bitte schreib mir noch mal eine Erinnerungsmail, dass ich sie dir sende. Also auch da mit kleinen Hilfsmitteln zu arbeiten, dass wir da zuverlässiger werden. Unsere Priorität ist es, alles, was wir versprechen, einzuhalten und Wert anzubieten, der weit darüber hinausgeht. Also, dass wir sozusagen mehr geben, als erwartet wird. Also wirklich positiv im Dienst zu sein. Du brauchst eine Ordnung und Struktur in deinen Kontakten. Wie ist das möglich? Da kommen wir jetzt zu den technischen Grundvoraussetzungen, was erforderlich ist, damit du professionell arbeiten kannst. Und du kommst dann nicht um ein Mail-Programm herum. Mit Mail-Programm meine ich nicht das Programm, mit dem du online, mit dem du offline E-Mails abrufst. Also ich meine nicht Thunderbird, Outlook oder Mac Mail, mit dem du deine E-Mails empfängst und beantworten kannst von deinem Computer aus. Sondern ich meine ein, es wird auch manchmal als Newsletter-Dienst bezeichnet, das ist ein Online-Programm, wo du deine gesamten Kontakte in verschiedenen Listen sortiert hast und online E-Mails versendest. Denn dieses Programm hat viele Funktionen, um Struktur zu bekommen, um mit Vorlagen zu arbeiten, um deine Interessenten je nach Interesse auch in verschiedene Gruppen einzuteilen und auch um die Zustellbarkeit zu garantieren. Wenn du nur von deinem normalen E-Mail-Postfach, ich sag mal, von ja, mit deiner E-Mail-Adresse von Mac Mail oder von Outlook an 50 Empfänger senden möchtest, geht das manchmal gut. Oft wird davon aber ein Großteil nicht zugestellt. Und je mehr das wird, desto komplizierter wird das und dann fängst du an, die irgendwie in Gruppen zusammenzufassen, aber es geht auch nicht richtig. Oder jedes Mal fügst du die einzeln ein. Also da kommt sehr schnell ein Riesenchaos zustande. Das wollen wir vermeiden. Und übrigens auch, um in den rechtlichen Erfordernissen zu sein, ist dieses Programm erforderlich. Also da kommst du gar nicht drum rum, wenn du in den professionellen Bereich einsteigst. Was können diese Programme? Du kannst ohne Probleme an große Gruppen von Empfängern zugleich eine E-Mail senden, also unbegrenzt. Das können Tausende sein, das können 10.000 sein. Das Programm stellt sicher, dass die Mails gesendet werden, zeigt dir übrigens auch an wen. Sendet sie zum Teil sogar zeitversetzt, sodass kleinere Gruppen nach und nach versendet werden. Du siehst in einer Analyse, welche Mail du gesendet hast. Das heißt, du kannst dann auch nachvollziehen, wann war was, wann hast du welche Mail geschickt, wer und wie viele sie empfangen haben, also auch wo sie nicht durchging, wo sie eben nicht geschickt wurde, wer und auch wie viele sie geöffnet haben. Wer die in der E-Mail enthaltenen Links geklickt hat, sogar da kannst du das Verhalten der Person sehen. Bei wem die E-Mail nicht angekommen ist. Also zum Beispiel wegen der falschen E-Mail-Adresse, weil das Postfach voll ist und so weiter. Du kannst direkt in dem Programm alle Kontakte speichern und sortieren.
entweder durch Listen oder so durch sogenannte Tags. Das ist sowas in der Art wie Etiketten. Du kannst eine bestimmte Abfolge von Mails senden. Das sind sogenannte Kampagnen oder Sequenzen oder auch Autoresponder genannt. Du wählst einen Startpunkt, zum Beispiel wenn die Person neu zu dir in die Liste kommt, zum Beispiel wenn sie ein Seminar besucht hast, dass du das manuell aktivieren kannst. Wenn sie Interesse bekundet hat, mehr über Kinder und ätherische Öle zu erfahren, startest du eine Sequenz und sie bekommen automatisch die von dir einprogrammierten 3 oder 5 Mails. Übrigens, diese Funktion geht nur, wenn du eine bezahlte Version hast von diesen Programmen. Du hast verschiedene Designvorlagen, mit denen du optisch flexibel die Mail gestalten kannst. Also da kam auch die Frage, wie kann ich ein Bild haben und neben das Bild einen Text noch einfügen? Genau diese Funktionen hast du hier zur Verfügung. Du kannst das Mailprogramm durch Opt-in-Formulare oder sogar Landingpages mit deiner Website verknüpfen, mit Social Media, mit Facebook verbinden, so dass du nicht alle Kontakte selbst manuell dort einträgst, sondern dass du eben auch neue Kontakte über andere Plattformen bekommst, über deinen Blog bekommst, über Facebook bekommst. Also das ist der entscheidende Punkt, wo es auch professionell wird, wenn du zu dieser Stufe kommst, dass du da stetig neue Kontakte hast und dass die automatisch Mails mit von dir bekommen. Außerdem, wenn du das einrichtest, bist du auch wieder rechtlich auf der sicheren Seite, wenn das alles proper ist. Du kannst zum Teil deine Mail auch direkt auf Facebook oder Twitter teilen. Auch in diese Richtung ist es möglich. Du bist rechtlich durch das Double Opt-in und durch den automatischen Abmeldelink, den du generierst. Also den generiert man einmal, dann ist er automatisch in jeder Mail, bist du auf der sicheren Seite. Dann werden Mails auch, das nennt sich responsive, so dargestellt, dass wenn, was heute viel passiert, mit dem Smartphone, mit dem iPhone, die E-Mails angesehen werden, dass sie entsprechend trotzdem optisch schön aussehen. Du kannst teilweise A/B-Split-Tests machen, das heißt, du kannst ausprobieren oder testen, welcher Betreff öfter geöffnet wird, welche Uhrzeit besser ist, um E-Mails zu senden. Also wie, dass du eine Variable änderst und dann guckst, wie das Verhalten deiner Empfänger ist. Und ein letzter Punkt, du kannst die E-Mails personalisieren, also dass du nicht nur schreibst, hallo ihr Lieben, sondern hallo Claudia, hallo Gisela, hallo Annette und so weiter. Und dann entsprechend auf die Personen persönlicher eingehen, auch in der Betreffzeile, auch im Text. Das ist das E-Mail-Programm. Wie gesagt, es gibt da so viele Namen für. Ich habe mich entschieden, weil ich in diesem Training das einfach so einfach wie möglich machen möchte und auch für alle, die kein Englisch können. Deshalb habe ich mich entschieden, alles auf Deutsch und alles ganz klar zu machen. Also bleibe ich bei dem Wort E-Mail-Programm, E-Mail-Anbieter. Und mir ist nur wichtig, dass du von vornherein weißt, da geht es darum, um dieses Online-Programm, was all diese Funktionen hat, die wir gerade besprochen haben. Hier habe ich einige von vielen, vielen Anbietern aufgelistet. Cleverreach, Mailchimp und GetResponse, zu denen habe ich mich auch intensiver beschäftigt. Gerade zu dem Cleverreach werde ich im Anschluss genau dir die Möglichkeit geben, da Schritt für Schritt durchzugehen und dein System aufzubauen. Constant Contact, Newsletter to Go, Active Campaign, das ist allerdings nur auf Englisch das letzte. Und größere Anbieter, die noch professioneller Richtung CRM-System gehen, sind Aweber, Infusionsoft. Infusionsoft ist das Großprogramm, mit dem wir im Team Enjoy auch arbeiten. Und Clicktip, das ist sozusagen die deutsche halbwegs Kopie davon. Und die letzteren beiden sind aber tatsächlich kostenintensiv. Also auch Aweber ist ziemlich kostenintensiv. Es gibt Programme wie Mailchimp, bei denen du gratis starten kannst, bis auf die Mailsequenzen. Das ist nicht möglich. Cleverreach hast du zum Beispiel 500 Kontakte gratis. Mailchimp, glaube ich, jetzt habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, muss ich nachgucken, 1000 oder 2000. Aber da sind die Funktionen ein bisschen limitiert. Wenn du dir das aber ausrechnest, kannst du über diese Anbieter wählen, teilweise sogar, ob du pro E-Mail ein paar Cent bezahlst oder ob du ein Monatsabo hast und das geht von 10 Euro bis 15 Euro starten die pro Monat. Und wenn wir dann mal überlegen, wenn wir das alles per Post schicken würden, was wir dann an Porto zahlen würden, ist diese Investition, wenn wir einen soliden Geschäftsaufbau machen wollen und
auch das gleich so auf die Beine stellen, dass dadurch Ergebnisse kommen. Also dass es nicht irgendwie gekauft wird und dann liegt das erstmal Monate brach, dann ist die Investition auf jeden Fall sinnvoll. Also absolut wichtig. Durch das Nutzen dieses Service wird dir, kannst du viele Prozesse automatisieren, vereinfachen, zeitlich viel effektiver arbeiten und dadurch hast du mehr Zeit für die persönlichen Kontakte, dein direktes Networken, für Familie, Hobbys, deine kreativen Bereiche. Also genau wenn es dir so geht, dass du sagst, ich würde ja gerne, aber meine Zeit erlaubt mir das nicht. Ich bin einfach so zerstreut mit allem. Was wir machen wollen mit diesem System ist, dass du mehr Zeit dafür zur Verfügung hast, für philanthropische Tätigkeiten. Weil du mit dem E-Mail-System sogar Mails vorprogrammieren kannst, dass du heute schon sagst, in 2 Wochen schicke ich die und jene Mail aus. Das heißt, du kannst für eine Veranstaltung, die in einem Monat stattfindet, jetzt bereits 3 E-Mails einprogrammieren und dann brauchst du daran keine Gedanken mehr zu verschwenden, machst den ganzen Rest persönlich. Du kannst die Kampagnen erstellen, also dieses Automatisieren mehrerer E-Mails hintereinander. Du kannst an viele Empfänger gleichzeitig versenden. Wichtig, das Erstellen des Systems braucht erstmal etwas Zeit und Geduld und auch den kreativen Prozess, während du das erstellst. Wenn es fertig ist, wirst du dich wesentlich erleichtert fühlen. Also dann ist es einfach wie ein Freiraum, wie eine Freiheit, die du dir geschaffen hast. Gibt es zu diesen Programmen gerade von euch Fragen? Genau, Ulrike hat gefragt, was kostet so ein Programm? Da habe ich schon drauf geantwortet. Also danke, Edeltraut. Also von in der Regel so 10, 12 Euro geht es zum Beispiel bei GetResponse los. Mailchimp, wie gesagt, erstmal gratis. Dann, wenn man mehr Kontakte bekommt, kann das relativ schnell aber auch in die Höhe gehen. Cleverreach startet, kann man entweder eben pro E-Mail verschiedene Prepaid-Tarife wählen oder man kann dann entsprechend später monatlich zahlen. Ich habe auch noch für euch für später, aber das machen wir am Ende des Webinars, auch 2 Links für Seiten, wo die verglichen sind. Also, dass ihr da mal drauf gucken könnt, wenn ihr das so direkt wollt, darauf zu gucken, das gebe ich euch dann nachher noch. Mailchimp, wie schreibt sich das Programm? Zeige ich dir gleich wieder in der Folie. Hier, Mailchimp. Das ist der kleine Schimpanse, also der Schimpanse, der die Mails versendet. Das ist ein englischsprachiges Programm. Super, genau. Doris hat den Link geschickt, schon den einen E-Mail-Tool-Tester ist ein super Link, um da mal raufzugucken. Mein Tipp, damit du jetzt nicht abgelenkt bist, da dann erst nachher reinzusehen. Was ist mit dem Datenschutz? So, jetzt geht's los. Das, wo wir viele Fragezeichen bekommen, wo wir übrigens gerade auch viele E-Mails bekommen von, ich habe das von meinem Handyanbieter zu Strom, Gas und so weiter, dass man nochmal den Datenschutz bestätigen soll. Allgemein erstmal, ich bin weder Rechtsanwalt, Datenschutzbeauftragter oder Juristin. Das heißt, die Angaben, die ich mache, haben keinen rechtlichen Anspruch und sind aus meinen Recherchen von diversen Websites und Ratgebern zusammengetragen. Die hier gemachten Angaben ersetzen keine Rechtsberatung und haben keinen rechtlichen Anspruch. Nun, was uns beschäftigt, bis zum 25. Mai müssen die Richtlinien der neuen EU-DSGVO und des neuen deutschen Bundesdatenschutzgesetzes umgesetzt werden. Was bedeutet das für dich? Und ich mache das hier bezogen auf den Newsletter, also noch nicht bezogen auf Website, andere Dienste. Das sind nochmal extra Punkte, wobei die auch ein bisschen sage ich dazu. Allgemeine Grundsätze, was du dir merken kannst, weil wir können ja überall, auch im Internet gibt es Webseiten voll, wo wir lesen können, die ganzen Paragraphen, die natürlich sehr lang und ausführlich sind. Ich habe hier kurz die Grundsätze zusammengefasst.
Wenn du dich daran hältst, bist du schon mal überhaupt gut aufgestellt. Entscheidend ist, dass du so wenig Daten wie nötig erfasst. Also nur die relevanten Daten von der Person. Vorname, gegebenenfalls Nachname, E-Mail-Adresse. Und wenn du zum Beispiel den Ort brauchst, wo die Person Veranstaltung haben möchte, auch dann den Ort. Aber eben nichts, was dort nicht erforderlich ist. Das ist auch, wenn du so eine Opt-in-Form hast, wichtig, dass du das dann als nicht erforderliche Felder markierst. Also das ist ja so ein Sternchen, welche man eingeben muss. Das ist wirklich nur Vorname, weil du in der Mail mit Vorname ansprichst und E-Mail-Adresse als Pflichtfeld sind. Zweiter Punkt. Die klare Kommunikation und Information an den Kunden, der dir seine Daten überlässt, ist wichtig. Dass du ihm sagst, wofür seine Daten erfasst werden, was er erhalten wird mit deinen Mails, was er nicht erhält und dass er jederzeit das Widerrufsrecht hat und seine Daten auch einsehen kann. Also, dass er auch weiß, welche Daten hast du zur Verfügung. Also, dass du absolut transparent bist. Letztendlich, ja, wenn man das übertiteln könnte, bedeutet das Transparenz für alle Abläufe, die du hast. Diese Informationen musst du zum Beispiel, wenn du schriftlich die Unterschrift bekommst oder auch wenn du so eine Opt-in-Form hast, dort mit angeben. Du brauchst bei schriftlicher Anmeldung, also mit einer E-Mail-Liste zum Beispiel, die schriftliche Einwilligung mit der Unterschrift oder online, auf dem Online-Weg, das Double-Opt-In. Und der letzte Punkt, du musst elektronisch dokumentieren, wie deine Daten verarbeitet werden und an wen sie weitergegeben werden. Da habe ich eine Tabelle vorbereitet, die ist nur noch nicht überprüft. Also die lasse ich von einer Datenschutzbeauftragten überprüfen, wo als Beispiel für den Young Living Ablauf genau diese Daten schon eingetragen sind und die dann nur noch von dir personalisiert werden müssen. Das ist das Allgemeine. Jetzt im Konkreten. Für die E-Mail-Marketing-Software, also genau das Programm, über das wir gerade gesprochen haben, Mailchimp, Cleverreach, GetResponse. Du brauchst einen DSGVO-konformen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, also AV-Vertrag, mit dem Dienstleister. Die haben sie haben sozusagen alle inzwischen das auf die Beine gestellt, dass man den entweder online runterladen kann, dass man ihn per E-Mail erfragen kann. Und dazu gebe ich jetzt gleich in den Chat einen Link, auf dem du, das hat ein Blogger einfach gemacht, dass der geguckt hat bei sowohl E-Mail-Softwares, das betrifft nämlich auch Webseiten, das betrifft Eventbrite, wenn du damit arbeitest. Hier Webinar-Jam, das erfasst ja auch E-Mails, mein Webinar-Programm. Bei all diesen Programmen braucht man so einen AV-Vertrag und die müssen das zur Verfügung stellen. Und wenn du auf diesen Link gehst, kannst du einsehen, bei wem das automatisch und auch wie du das erhalten kannst bei den verschiedenen Anbietern. Übrigens, am besten ist es, es ist auch anders möglich, am besten ist es, wenn die Daten in Europa gespeichert werden. Auch das ist ein ausschlaggebender Punkt, wenn du dir überlegst, mit welchem Programm du arbeiten möchtest bei den ganzen E-Mail-Programmen. Zum Beispiel Mailchimp wäre in Amerika, wobei die auch so einen Vertrag anbieten, also auch die regeln das, weil ja letztendlich die Anbieter auch natürlich mit der Zeit mitgehen wollen und auch die Kunden nicht verlieren wollen. Zweiten Punkt, du brauchst die Dokumentation, wie und an wen du die personenbezogenen Daten, PBD heißen die, verarbeitet und weitergegeben werden. Das war das, was ich gerade schon erwähnt habe. Zu deiner Adressdatenbank, was ist da wichtig? Prüfe die bisher gesammelten E-Mail-Adressen, die du hast, ob die Einwilligung des Empfängers DSGVO-Kriterien erfüllt. Falls nicht, hole dir eine neue konforme Einwilligung ein. Das ist das, was jetzt gerade alle möglichen, von
Vodafone habe ich das, glaube ich, heute gekriegt. Alle möglichen Anbieter, wo man Kunde ist oder auch wo regelmäßig Newsletter kommen, kommt so eine E-Mail, klickt drauf, damit man das nochmal bestätigt, dass man die Datenschutz, die Änderungen auch in den Richtlinien zustimmt. Was kannst du da machen? Du kannst das entweder online machen, dass du über das Programm, was du dir einrichtest, so eine E-Mail schickst, dass sie das nochmal bestätigen, beziehungsweise mit dem Double Opt-in für neue Kontakte ist das dann sowieso gewährleistet. Oder du kannst dir, wenn du bei Seminaren bist, nochmal mit einer Bestätigung oder Einwilligungszettel oder mit einer Liste, das, was den Kriterien entspricht, von denen, die nun in der Liste sind, jetzt nachträglich nochmal die Unterschrift geben lassen. Dass sie ihre Daten eintragen, unterschreiben, dass sie in deiner E-Mail-Liste sein wollen. Das sind da die beiden Wege. Was solltest du bei der Newsletter-Anmeldung beachten? Es ist wichtig, dass die Neuanmelder aktiv zustimmen. Also erfordert das den Double Opt-in. Double Opt-in heißt, dass man sich anmeldet und dann eine E-Mail von dir bestätigt, E-Mail von dir bekommt, wo du, Entschuldigung, muss mich mal konzentrieren. Also Double Opt-in. Man meldet sich an bei dir, dann kommt eine E-Mail, in der man nochmal bestätigen mu muss über das Klicken eines Links, dass man in deinem Verteiler sein will. Das wird automatisch eingerichtet oder kannst du ganz einfach einrichten. Dann ist es am besten, wenn du die Zustimmungen elektronisch dokumentierst, also wenn du es in dem Programm einfach gespeichert hast, das ist auch sowieso dort gespeichert. Wichtig ist, dass du nur die notwendigen Daten erhebst und auch als erforderliche Felder angibst, das habe ich schon gesagt gehabt, E-Mail-Adresse und Vorname. Und dass du möglichst auch eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung unter dem Newsletter hast. Das heißt, jede Person kann unter dem Newsletter nochmal deinen Datenschutz durchlesen. Dann ist automatisch immer die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Bei der Abmeldung von dem Newsletter ist es wichtig, dass der Nutzer sich ohne Nachteile abmelden kann. Also einfach abmelden und fertig, ne, dass es da keine Nachteile gibt. Dass das in jeder E-Mail möglich ist, mit einem Knopf, mit einem Link, je nachdem. Und auch, dass du eine sogenannte Löschroutine hast. Das bedeutet, wenn jemand sagt, Mathilde, bitte lösche mich aus dem Verteiler, dass ich eine Routine habe, dass ich komplett weiß, welche Daten muss ich löschen, wie gehe ich vor, wo sind die Daten gespeichert und dass ich das auch transparent mitteilen kann. Eigentlich genauso, dass ich dem sagen kann, die und die Daten habe ich von dir erhoben und sind bei mir gespeichert. So, gibt es dazu gerade Fragen eurerseits? Also die habe ich jetzt hier so zusammengefasst. Und wenn wir das neu auf die Beine stellen, kann man das sehr, sehr gut mit integrieren. Und was mein Eindruck dabei ist, dass uns der Datenschutz sogar hilft, klarer mit unseren Kontakten umzugehen und noch verantwortungsvoller E-Mails zu senden. Also, dass uns das sogar vor Spam schützt und bewahrt. Doris fragt, sollte man seine Daten auch auf dem eigenen PC haben? Es ist immer ein wichtiger Part auch, dass man ein Datensicherungssystem hat. Das haben die E-Mail-Software-Anbieter selbst von sich auch natürlich. Die müssen Datensicherung machen, nicht, dass alles weg ist. Und gleichzeitig ist es aber auch gut, wenn du eine Datensicherung hast, die aber, wenn sie auf dem PC ist, verschlüsselt ist. Dass nicht jemand, der an deinen Computer geht, plötzlich die Daten alle sieht. Genauso, wenn wir einen Ordner haben, wo die ganzen persönlichen Daten drin sind, dass die dann entsprechend auch in einem verschließbaren Schrank sind. Und es gibt auch immer noch eine Unterscheidung in die sensiblen oder sensitiven, personenbezogenen Daten. Dazu gehören alle Daten, die von persönlichen Themen zu, übrigens auch Geschlecht, Religions Zugehörigkeit, da muss man noch mal ganz besonders mit umgehen. Die haben wir hier nicht erfasst. Genau.
Michaela fragt, was mache ich mit den Kontaktdaten von früheren Messebesuchern, von denen ich nichts mehr gehört habe? Löschen. Meine Empfehlung ist, sende ihnen eine E-Mail, denn rein rechtlich bist du verpflichtet, nochmal von ihnen die Einwilligung zu holen oder wenn es vorher nicht in dem datenschutzkonformen Rahmen war, dass du nochmal eine E-Mail schickst. Bitte stimme mir oder stimme zu, dass du die neuen Datenschutzverordnungen gelesen hast oder entsprechend sogar noch so ein, nochmal einen Link, wo sie dann draufklicken und entweder sie reagieren darauf und wenn sie nicht drauf reagieren, dann kannst du sie löschen. Ist auch übrigens gut, wenn du zum Beispiel weißt, dass du pro Kontakt zahlst teilweise in deiner E-Mail-Software, ist es sehr, sehr sinnvoll, zwischendurch Kontakte einfach zu löschen. Diese Erinnerung, dem Datenschutz zuzustimmen, solltest du allerdings nicht nur einmal schicken, sondern mit verschiedenen Betreffs dreimal, weil wir oft E-Mails übersehen. Also da dürfen wir tatsächlich nicht zu schüchtern sein. Weiter geht's. Wie kannst du jetzt dein E-Mail-System auf die Beine stellen? Ich habe verschiedene Möglichkeiten für dich vorbereitet, um direkt zu starten. Also wir können heute im Webinar nicht sagen, okay, wir starten jetzt, wir wählen uns ein System und setzen das Ganze um. Das geht einfach technisch nicht. Einmal hat jeder eine unterschiedliche Zeit, unterschiedliche Auffassungsgabe. Aber ich habe als Schnellstart komprimiert, das zusammengefasst, was erforderlich ist, gerade wenn du technisch schon versiert bist, um loszulegen und wirklich in kurzer Zeit dein Programm auf die Beine zu stellen. Und zwar in 13 kurzen, 10 bis 20-minütigen Videos gehe ich mit dir alle Schritte durch, um das Programm einzurichten. Das heißt, für dich erforderlich ist da überhaupt, wenn du das machen möchtest, dass du dich entscheidest, welches dieser Programme du nehmen möchtest. Ich mache das am Beispiel von Cleverreach. Das kannst du adäquat auf die anderen umbenennen. Ich habe auch Trainings gemacht zu GetResponse und zu Mailchimp. Und wenn der Bedarf da ist, kann ich diese Videos auch adäquat für Mailchimp und für GetResponse machen. Das heißt, du bekommst diese Videos, sagst mir dann auch, welches Programm du hast, mit welchem du arbeitest. Beziehungsweise in dem, aber das besprechen wir gleich, helfe ich dir auch, dich dazu entscheiden, so dass du sofort beginnen kannst und dass du in kurzer Zeit wirklich E-Mails professionell senden kannst und auch E-Mails automatisieren kannst. Hier ist der Weg, den wir dann gehen werden. Als erstes geht es darum, überhaupt deine Ziele zu definieren. Was möchtest du auf die Beine stellen? Denn dann können wir gucken, welches Mailprogramm du wählen möchtest, welches da für dich das Passende ist. Und ich finde dieses Männchen so süß. Dann geht es darum, und das zeige ich dir konkret dann in dem Video, das Programm einzurichten. Da muss man einmal eine Basiseinrichtung machen mit deinen persönlichen Daten, dass der Abmelde-Link stimmt, dass du die Datenschutzvereinbarung verlinkst. Dass damit der Rahmen gesetzt ist. Alle bestehenden Kontakte, die du hast, und das zielt auch so ein bisschen auf die Frage von Michaela mit hin, die müssen vorbereitet werden. Das heißt, wir haben eine Excel-Tabelle, wo die Daten, die wir haben, eingetragen werden. Oder wenn du mit einem anderen Programm arbeitest oder selbst wenn du aus Outlook zum Beispiel dein Adressbuch hast, die kannst du auch exportieren und dann noch ein bisschen anpassen. Dann werden die importiert, die Kontakte, in dein E-Mail-Programm. Und der nächste Schritt ist, dass wir zusätzlich für alle, die neu dazukommen wollen, die sogenannte Sign-up-Form erstellen. Das heißt, damit hast du die Möglichkeit, dass von Vorträgen oder auch online von Social Media neue von deiner Website sich selbst bei dir eintragen können, dass du da gar nichts mehr machen musst oder dass du nur einen Link versendest und sagst, wenn dich das interessiert, schreib dich dort ein, dann kriegst du von mir Informationen. Dann bist du rechtlich auch sicher. Die kannst du dann entsprechend eben auch
verlinken mit deinen anderen Internetauftritten. Dann, wenn die technischen Details geklärt sind, wenn die Basis eingerichtet ist, werde ich dir zum Mail-Verfassen komprimiert Basistipps geben. Also einmal, wie funktioniert das Programm, die technischen Dinge, welche Möglichkeiten gibt es mit Bildern einfügen, Videos einfügen, Vornamen dort mit einzutragen, aber auch zum Gestalten, welche Dinge sollte man beachten, damit man alles, damit die E-Mail auch gelesen wird. Das mache ich hier komprimiert. Ich habe nachher noch die andere Möglichkeit mit einem Webinar-Modul, wo ich da ausführlicher drauf eingehe. Private Kontakte fügst du hier in der Regel nicht zu, Edeltraut. Die hast du in deinem normalen Adressbuch, es sei denn, die privaten Kontakte sagen, ach Edeltraut, ich finde das schon spannend mit den Ölen, schick mir doch mal auch da mal das ein oder andere zu. Dann kannst du sie ganz normal mit in den Verteiler mit aufnehmen. Dann kommt der spannende Punkt, Templates und Vorlagen zu erstellen. Das heißt, hier in Richtung Zeitersparnis zu gehen, dass du eine Vorlage hast, wo du sagst, die Mail habe ich fertig. Wenn jemand die haben will, schicke ich die einfach nur an die Person individualisiert. Direkt an die Person persönlich aus. Und dann sozusagen die Königsdisziplin, automatisierte Sequenzen zu schreiben. Das heißt, du hast zum Beispiel 7 Mails, 10 Mails, du kannst es auch mit viel mehr Mails machen, aber man kann ja überschaubar beginnen, die alle zu Beginn verfasst zu verschiedenen Themen. Da gebe ich auch Tipps, wie du das am besten machen kannst, wie du die am besten auch in der Reihenfolge und in der Zeitspanne versenden kannst. Und dann sagst du einmal Start und dann werden die alle automatisch geschickt und du musst nicht mehr dran denken, ach, der war dann bei der Messe, der müsste jetzt die E-Mail kriegen, sondern das weiß dann das Programm und du hast einfach viel mehr Freiraum dadurch. Und schließlich die Basis, was alles da drunter steht, das lasse ich immer wieder einfließen, aber da geht es mir dann auch nochmal extra drum, die rechtlichen Erfordernisse, die du benötigst für den Datenschutz, dass du da auf der sicheren Seite bist. Das eben in diesen kurzen Videos und zusätzlich, weil da immer Fragen kommen, mache ich im Abstand jeweils von einem Monat dreimal einen Zoom-Call, wo ihr Fragen stellen könnt, wo wir uns austauschen. Das ist das Schnellstartprogramm. Meine Prognose ist, wenn du ganz schnell bist, dass du einen Tag brauchst und wenn du mehr Kontakte hast, es hängt darauf an, wie viele Kontakte hast du, wie viel brauchst du für die Vorbereitung, dass das vielleicht 2 oder 3 Wochenenden sind. Also mir geht es darum, dass es wirklich schnell über die Bühne gehen kann. Wenn du tiefer gehen willst, ich habe das Training E-Mail-Marketing einfach effektiv zeitsparend 2015 und 2016 bereits gegeben. Einige von euch sind dabei, die da auch mitgemacht haben, habe ich gesehen. Dort habe ich eben, um all diese 3 Säulen tiefgehend zu erlernen, wirklich komplett ohne Vorwissen, also auch für Personen, die wirklich Herausforderungen haben mit dem Computer, aber eben auch, wenn es darum geht, das ansprechende Texten da in die Tiefe zu gehen, wie schreibe ich denn E-Mails, worauf muss ich wirklich achten? Da habe ich ein Training gemacht mit 7 Modulen, wo ich hier auf die technische strukturelle Basis das Texten ausführlich eingehe und dann, wie du das Ganze auf einen professionellen Level heben kannst und eben auch nochmal den Datenschutz. Hier fange ich noch vorher an, vor diesem Newsletter-Dienst. Und zwar, dass ich Tipps gebe, wie du, wenn du zurzeit noch online arbeitest, also wenn du immer in web.de reingehst, um deine E-Mail abzurufen oder gmx.de oder was du verwendest, dass ich dir überhaupt helfe, Outlook einzurichten, Thunderbird, Macmail einzurichten, dass du alle E-Mails gleichzeitig abrufen kannst. Wie du von diesem Programm, weil manchmal, wenn man für einzelne Personen arbeiten wir trotzdem in der Regel nicht mit diesem großen E-Mail-Anbieter, sondern mit dem normalen Outlook-Programm.
wie du dort Standardantworten einrichten kannst. Und dann aber eben, wie du das große Programm, also den Newsletter-Dienst einrichtest und auch die Listen einrichtest. Zu den Texten, da gehe ich ausführlich ein über den Kundenavatar, also den idealen Kunden, wie du die Betreffzeilen schreibst, also dass du die wirklich so formulierst, dass sie ansprechen, dass sie geöffnet werden. Ein Text entsprechend, der inspiriert und auch, dass du die Angebote gut formulieren kannst. Und dann die Königsdisziplin sozusagen, wie du selbst analysieren kannst, wie du mit Webseiten verlinkst, deine E-Mails, wie du mit Sequenzen und Kampagnen arbeitest. Also das ist ausführlich in 7 Modulen. Jedes Modul hat ein Webinar von 1 bis 2 Stunden. Und das sind die Aufzeichnungen, die ich dort habe. Das heißt, da kannst du komplett mitgehen, durchgehen, vor- und zurückspulen, dass du das für dich erarbeiten kannst. Hier habe ich die Module noch kurz beschrieben. Ich habe das eigentlich schon größtenteils erklärt. Also im ersten Modul geht es um deine eigene Organisation, dass du mit deinem, mit MacMail, Thunderbird oder Outlook gut arbeitest, dass du dort Signaturen einfügen kannst, dass du dort mit Mailvorlagen wirklich schnell antworten kannst. Wenn jemand fragt, Michaela, wie ist das, wie kann ich meine Punkte einlösen, dass du sagst, oh, kein Problem, ich schicke dir eine Mail, zack, fertig. Oder hast du mehr Infos zu, was ich bei Kindern beachten sollte mit den Ölen? Natürlich kann man drüber sprechen, aber dann das zu schicken oder zu welchem Thema auch immer, was du regelmäßig gefragt wirst. Im zweiten Modul geht es darum, den Newsletter-Dienst zu wählen, also da, dass du ausführlichen Überblick bekommst, was gibt es und was passt zu dir von Sprache, Preis und auch Leistung. Im dritten Modul geht es um deine Kontakte, dass du Überblick da reinbekommst, indem du deinen Kundenavatar, deinen idealen Kunden kennst und dann, wie du das Ganze in dein neues Mail-Programm importieren kannst. Im vierten Modul geht es darum, wie du die Betreffzeilen gut verfassen kannst. Da gehen wir ganz viele Beispiele durch. Also es ist ganz viel Praxis auch, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und entsprechend auch, da ist auch der Kundenavatar mit dabei, da in die Tiefe gehend, den zu definieren. Im fünften Modul geht es um alles, was du beim Mail-Schreiben beachten solltest, eben auch tiefgehend technische Dinge und die Art, wie du schreibst. Also da gehe ich komplett durch, welche Abschnitte sollte eine Mail haben, wie ist das mit dem PS, wann und wie viele Links füge ich ein, wie ist das mit Videos, wie lang sollte die E-Mail sein, also all diese Punkte besprechen wir da. Im sechsten Modul geht es um die Abfolge von E-Mails, also wie du die Sequenzen einrichtest, was für Themen du haben kannst, auch Beispiele und wie letztendlich durch so eine Abfolge, indem du Kontakt aufnimmst, Wert gibst, dann zur Aktion aufforderst, die Person auch sagt, ja, ich möchte gerne Kunde werden oder ich möchte gerne mehr zum Geschäft von dir erfahren. Das ist letztendlich ein Schlüssel, um da wirklich weiterzukommen, in die Freiheit zu kommen, in die zeitliche Freiheit zu kommen. Im siebten Modul die ganzen rechtlichen Themen, aber auch Themen wie Split-Testing, also dort noch effektiver zu arbeiten. Auch die Zustellbarkeit, wie ist das mit Blacklisting, Whitelisting und so weiter. Und zu jedem Modul gebe ich dir ganz klare Aktionsschritte zum Umsetzen und es gibt noch ein Fragen- und Antwort-Webinar. Das sind auch Aufzeichnungen, aber wir haben ja auch die Zoom-Konferenzen, wo dann nochmal direkt live du Fragen stellen kannst. Also wo wir dann die Möglichkeit haben, egal was gerade bei dir aktuell ist, wie weit du bist mit dem Umsetzen, du das Ganze beantwortet bekommst. So, und wenn du sagst, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, habe ich mir überlegt, auch das ist möglich. Mit dem E-Mail-Marketing Premium, dass wir 4x30 Minuten Einzelcoaching machen. Ich mache das in der Regel über Zoom
Und dann kriegst du auch die Aufzeichnung von mir. Dann kannst du das im Nachhinein auch ansehen. Und wir können Screenshare machen und so weiter, uns das genau durchgehen, um dein E-Mail-System auf die Beine zu stellen, da wo du bist, Probleme zu lösen und eben auch technische Fragen zu beantworten. Und wenn du sagst, du möchtest das haben, habe ich für dich eine Mappe vorbereitet, in der ich alle Materialien auch für dich, auch mit den Aktionsschritten, mit dem Vorbereiten für den Kundenavatar, also dass du da sozusagen das für dich auch schriftlich mit der Mappe erarbeiten kannst. Und ich gebe dir ein tolles Wort, eine Fragen-Flatrate im Jahr 2018. Das heißt, wenn du wirklich Fragen zwischendurch hast und sagst, du möchtest das Premium-Paket haben, dass du mir Fragen stellen kannst und ich schreibe dir dann E-Mail zurück, WhatsApp, je nachdem. Genau. So, das sind die drei Möglichkeiten, die ich ja, erarbeitet habe oder die ich gefunden habe. Du kannst entsprechend entscheiden, ob du sagst, ich möchte einfach schnell starten in kurzer Zeit. Dann ist die erste Variante das Beste bei dem Schnellstart mit den 13 Videos und den Fragen- und Antwort-Calls. Und auch bei den Anleitungsvideos kriegst du natürlich ganz, ganz klare Schritte, was du umsetzt. Ne, ich machte oder ich zeige, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Ich werde dann nicht so viel Hintergrundwissen geben, sondern werde einfach abgestimmt auf Young Living sagen, das ist sinnvoll einzurichten. Und du kannst natürlich, wenn du andere Bereiche hast, in denen du das machen möchtest, das adäquat auch umsetzen. Aber ich möchte es so einfach wie möglich machen, dass du nicht viel an Entscheidungen hängen bleibst, sondern dass du einfach sagst, okay, ich mache das jetzt so und dann habe ich es auf die Beine gestellt, dann habe ich eine solide Basis und muss nicht viel nachdenken währenddessen. Bei dem Advanced hast du zusätzlich, das heißt zusätzlich zu den anderen beiden Sachen, die du hast, die 7 Module, die 7 Fragen- und Antwortwebinare und klare Aktionsschritte dazu jeweils und beim Premium die Mappe, das Coaching und die Fragen-Flatrate. So, jetzt wird's spannend. Ach genau, erstmal wichtig, das ist, was mir wichtig ist, du brauchst keine Vorkenntnisse. Und ich habe es speziell für Young Living, für den Teamaufbau abgestimmt. Also das ist mein, damit kenne ich mich am besten aus. Und mir ist es wichtig, weil viele bei Young Living sind, die nicht mit dem Computer aufgewachsen sind, dass du da die Möglichkeit hast, einzusteigen. So, jetzt die spannende Frage. Was ist das Webinar-Training wert? Wie würde dein Leben und dein Geschäft aussehen, wenn du an 2 bis 3 Wochenenden oder wenn du schnell bist, vielleicht auch an einem Wochenende, das möchte ich dir nicht garantieren. Ich habe jetzt lieber erstmal ein bisschen länger gefasst, dein E-Mail-Marketing-System auf die Beine gestellt hast. Für dich einfach die Frage, was würdest du investieren, könntest du investieren? Und was ist es dir auch wert? Wie wichtig ist es dir? Wenn du sagst, ach nee, eigentlich habe ich keine Resonanz und will das gar nicht wirklich und ich will nichts damit zu tun haben, ist es auch überhaupt nicht wert, was zu investieren. Das ist es, wie du die Programme bekommen kannst und gleich von vorne an. Ich werde nicht irgendwie nach und nach noch billiger werden und so, wie das ja so gerne in solchen Webinaren gemacht wird. Das sind die Preise, also für den Schnellstart. Den bekommst du für 97 €, das Advanced Training für 297 € und das Premium-Paket für 497 €. Und die 400 steht weiter oben, weil ich dachte, dass mein Bild größer ist. Aber das ist ja so klein und süß, dass ihr das eh gut sehen könnt. Genau. Also das sind die Preise, wenn du sagst, du möchtest dir das aufbauen. Und je nachdem, was für dich passend und stimmig ist, kannst du das für dich selbst entscheiden. Du kannst dich per Mail anmelden. Ich mache das sehr unprofessionell, ohne Link zum Online-Einkaufen. Du schreibst mir einfach eine Mail an mathilde.helm@oetq.net mit deiner vollständigen Rechnungsadresse, also das, was du brauchst, voller Name, eventuell auch Geschäft, Straße, Adresse, Ort und so weiter. Und schreibst mir dazu, welches Paket du haben möchtest. Also den Schnellstart, das Advanced oder das Premium. Ich schreibe dir dann eine Rechnung und dann kannst du das Geld überweisen. Und wenn das Geld bei mir eingegangen ist, dann schalte ich dich entsprechend frei für die Trainings. Also dann,
beginnt das für dich. Ich gebe dir auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie bis zum 31. August. Das ist mir total wichtig. Ich mag es nicht, irgendein Training anzubieten und Geld zu verdienen und am Ende ist es was, wovon du gar nichts hast oder wo du sagst, das war ein Schuss in den Ofen, sondern du kannst wirklich die Zeit bis dahin, das umzusetzen, zu sagen, das passt für mich und dann zu sagen, Mathilde, es hat mir nichts gebracht, auch ohne große Erklärung und dann sage ich, dann überweise ich dir das Geld zurück. Weil mir das wichtig ist, dass dir das auch was bringt und dass du zufrieden bist. Hier kurz von Aditya ein kleines Testimonial. Ich habe Mathilde im Jahr 2014 beauftragt, das E-Mail- und Event-Marketing für Team Enjoy zu übernehmen. In dieser Zeit hat Mathilde nicht nur enorme Dienste für das Team Enjoy und seine vielen einzelnen Vortragenden geleistet, sie hat sich auch das große Feld des E-Mail-Marketings vorgenommen und sich Wissen angeeignet, welches von den Besten der Branche kommt. Ich finde es fantastisch, dass sich Mathilde nun bereit erklärt hat, ihr Wissen weiterzugeben, sodass viele von euch von den Geheimnissen, Techniken und auch der rechtlichen und psychologischen Seite von E-Mail-Marketing profitieren können. Vielen Dank für die hervorragende Arbeit. Das ist von Aditya eine Rückmeldung, mit dem ich ja viel auch zusammenarbeite, den ihr auch kennt. Und von Gisela, mir hat das E-Mail-Marketing damals den Einstieg überhaupt ermöglicht, also auch das als Option. Danke dir für diese ersten Schritte, Anleitungen und für die Geduld. Mir hat vor allem gefallen, dass deine Webinare nicht so reißerisch sind und man dir per E-Mail Fragen stellen konnte. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Da vielen Dank auch für das Feedback, Gisela. Und ich habe noch etwas Schönes vorbereitet. Ich habe mir gedacht, was bringt dir noch was, dass du einfach wirklich, sage ich mal, direkt was an der Hand hast, was Klares an der Hand hast. Und ich habe mir ein paar Boni überlegt. Du bekommst von mir 5 Mailvorlagen für Standardantworten bezogen auf Young Living. Also das ist nur für dich relevant, wenn du bei Young Living bist. Zum Beispiel, wie kann ich meine Punkte einlösen? Oder auch eine Begrüßungsmail. Oder auch eine Mail, wenn ein neuer Geschäftspartner die erste Person eingeschrieben hat. Also solche E-Mails, die du dann entsprechend, wenn es relevant ist, versenden kannst. Du bekommst von mir 27 Betreffzeilen, die du so direkt verwenden kannst. Eine Checkliste, und die ist besonders toll, die du für jede E-Mail verwenden kannst. Das heißt, es ist eine Seite, und wenn du eine E-Mail geschrieben hast, gerade für einen Beginn, guckst du kurz durch, habe ich das beachtet und dann kannst du noch kleine Änderungen machen und sie dann abschicken. Gerade wenn du in der Phase bist, wo du lernst, E-Mails gut zu schreiben, ist das super cool. Dann eine Checkliste für den Newsletter für die Umsetzung des Datenschutzgesetzes. Vorlagen für Kontaktlisten, also die du für Vorträge verwenden kannst. Ich habe einen Einwilligungszettel, dass man den als A4-Zettel gibt, wo unten schon der Disclaimer und so dabei ist, den du für dich adäquat umsetzen kannst. Da bin ich noch dabei, das prüfen zu lassen, wie ich das auch, wie auch mit der nächsten Tabelle, je nachdem, wie das gewünscht ist, kann ich die Vorfassung schicken oder schicke ich dann, wenn das geprüft ist, das komplett so. Dann die Tabelle als Rechenschaft für deine Datenverarbeitungsprozesse und da muss ich sagen, das ist besonders wichtig. Das ist das, wo ich mir selbst auch helfen lassen habe, weil das sehr, sehr technisch und fachsprachlich ist. Mit den ganzen Fachtermini, was man sozusagen beachten und weitergeben muss. Und das ist einfach eine Excel-Tabelle. Da trägt man die Prozesse ein, die man hat und wie das verarbeitet wird. Und wenn jemand kommt und prüfen will, dann kann man zeigen, okay, hier ist es dokumentiert, hier ist schon mal mein System, meine Struktur und dann sehen die auch, dass man sich damit beschäftigt hat. Das beim Datenschutz ist ja schon, dass die viel Geld verdienen wollen. Eine Dame hat mir gesagt, die werden sowieso erstmal mit den großen Firmen anfangen, aber das weiß man nie beim Prüfen. Aber wenn du wirklich Dokumente hast, wo gezeigt wird, du hast dich mit dem Thema befasst, bist du auf jeden Fall schon mal gut dran.
Genau, Karin schreibt, wichtig für mich. Michaela fragt, wenn ich merke, dass ich mit dem Schnellstart nicht klarkomme, kann ich dann auf Advanced ein Upgrade machen? Um ehrlich zu sein, ich habe mich, das ist eine Frage, wo ich ja überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Ich weiß es nicht. Also gibt es dann sicher Möglichkeiten. Keine Ahnung. Folgt dein Bauchgefühl. Also wenn man sich nicht entscheiden kann, das kenne ich auch, folgt dem Bauchgefühl, was fühlt sich gut und richtig an. Ich gebe aber gleich noch mal kurz für euch auch noch mal, was empfehle ich wem von den Programmen. Vielleicht wird es dann auch klarer. Und eine Facebook-Gruppe, wo wir Fragen stellen können, uns untereinander auch austauschen können, mich immer zwischendurch auch Inspirationen gebe zu dem Thema, wo ihr Beispiele reinstellen könnt, wir uns Feedback geben können. Edeltraut fragt, wer würde mich dann kontaktieren, um diese Unterlagen zu prüfen? Rechtsanwälte, DSGVO-Beauftragte, Beamte. Also, soweit ich weiß, werden Rechtsanwälte bewusst angesprochen gerade. Ob sie nicht ein bisschen Geld dazu verdienen wollen, indem sie mit abmahnen. Ob das dann auch Beamte und zusätzlich welche, wie viele sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie gerade unglaublich viele Menschen ausbilden, die gerne auf so eine Art und Weise ein Zubrot verdienen wollen. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, das wird natürlich gerade gepusht. Auch das ist wieder was, das bringt nichts, irgendwie in Hype zu verfallen. Also ganz normal damit umgehen, erledigen, zack, fertig und keine Sorgen machen, denn wir wissen, was Angst anzieht. Und so ist es ja gedacht. Bonus, ihr seht es schon. Die ersten drei Anmeldungen kriegen ein Einzelcoaching. 30 Minuten zum Entwickeln der maßgeschneiderten E-Mail-Strategie. Und ein Lektorat. Das heißt, du sendest mir zwei von dir vorbereiteten E-Mails zu und ich schicke dir ein Feedback zum Design, zur Art zu schreiben. Genau, das ist mein Angebot für die ersten drei. Für die vierte bis siebte Anmeldung mache ich das Lektorat. Also du sendest mir zwei E-Mails. Und dann schicke ich dir, je nachdem, wie ich das Feedback gebe, das werde ich dann sehen, wahrscheinlich schriftlich mit Kommentaren, dass ich dir dann entsprechend die Antwort schreibe. Hier nochmal die Zusammenfassung, der Schnellstart, die Videos und die Live-Calls. In den Videos kriegst du klare Aktionsschritte und gehen wir das komplette Programm, also all diese Themen in Kurzform durch. Was du weniger ausführlich hast, also all die Erklärungen, was, wo, wie gut ist und das komplette basistechnisches Wissen, das ist da nicht dabei. Das heißt, hier ist nur Umsetzen ohne den kompletten Rahmen. Also was ohne Rahmen stimmt nicht. Umsetzen ohne, dass du viel Gerede von mir hast. Also ich sag dir einfach, mach das, mach das, mach das und dann bist du fertig. Wenn du schon gut versiert bist und wenn du sagst, mir fehlt jetzt nur noch, dass ich das auf die Beine stelle, eigentlich weiß ich alles ziemlich gut und kann auch schon recht gute E-Mails schreiben, dann ist es perfekt für dich. Dazu kriegst du eben die Boni. Genau. Genau, Karl-Heinz weiß die Details, wunderbar. Beim E-Mail-Marketing Advanced hast du all das ausführliche Wissen, da mache ich wirklich, bring geht es wirklich auch um die technische Basis, aber auch um die ganzen Erklärungen, warum du was wie machst, um die Psychologie, um die Art, E-Mails zu schreiben, was du beachten sollst, also wie verfasst du die E-Mails, was ist da wichtig. Das ist viel, viel ausführlicher hier. Im anderen ist es eher technisch, eben der komplett komplex. Du hast Fragen- und Antwort-Webinare zu den Modulen, ganz klare Aktionsschritte mit Materialien, mit PDF-Materialien dazu. Und auch hier sind die Boni mit dabei. Bei dem Premium-Paket hast du eben die Mappe dabei, das Coaching und die Fragen-Flatrate. Und auch die Boni. Nochmal.
Und beim Premium-Coaching, das ist letztendlich, wenn du sagst, du kannst dich oft nicht so richtig entscheiden und möchtest jemand haben, der da nochmal von außen raufguckt und Tipps hat, Tipps gibt, kann natürlich auch eine andere Person von dir machen. Oder auch wenn du sagst, du brauchst jemand, der dann doch nochmal technisch hilft, dass du einfach weißt, na, du hast letztendlich einen Joker, den du fragen kannst. Und du kannst auch deine Strategie klar durchsprechen. Christiane ist auch dabei. Sie hat so eine schöne Rückmeldung geschrieben. Mit ihrer unnachahmlichen, ruhigen Art schafft es Mathilde immer wieder, komplexe Sachverhalte in einfache und gut handelbare Arbeitsschritte zu verpacken. Sie hat mir vor dem Thema E-Mail-Marketing die Angst genommen und mich Schritt für Schritt durchgeführt, angefangen bei der professionellen Organisation meiner E-Mails über die Wahl des für mich passenden Mail-Anbieters. Ihre Fragen an mich, was ich mit den E-Mails erreichen möchte, halfen mir, mehr Klarheit beim Texten zu haben. Vervollständigt wurde das Ganze durch Checklisten, Arbeitspapiere und Videos. Ach genau, ich habe auch Videos, wo ich komplett den Ablauf erkläre von Mailchimp, GetResponse und auch Cleverreach. Also wo ich in kurzen Schritten das auch erkläre. Sie hatte immer ein offenes Ohr und vor allem eine Lösung. Wer beruflich mit E-Mails zu tun hat, sollte auf jeden Fall diese Webinarreihe besuchen. Also ganz lieben Dank dir nochmal. So, und ich habe mir noch was überlegt. Wenn du sagst, ich möchte so gerne, aber finanziell ist es schwer, kannst du bei den zweiten Paketen auch dreimal Zahlung wählen. Dann würdest du zum Ende des Monats, also jetzt im Mai, Ende Juni und Ende Juli, jeweils entweder 103 oder, ups, 270, Moment, dreimal 170? Doch, dreimal 170, ist alles richtig. Euro bezahlen für die Pakete jeweils. Wenn du jetzt schon eine E-Mail geschrieben hast und jetzt sagst, du möchtest das doch anders machen, schreibst mir einfach nochmal dazu die Ergänzung. Hier nochmal, genau, meine Mailadresse hast du sowieso. Anmeldeschluss für das Training wird der Mittwoch, der 23. Mai sein. 24 Uhr, kannst du es über Pfingsten überlegen oder eben sagen, vielleicht gibt es den Bonus, dann kannst du dich jetzt gleich anmelden. Das ist natürlich schön. Ah, jetzt, das ist das letzte Testimonial. Danach gehen wir auf eure Fragen ein. Ich möchte mich herzlich für deine Webinarreihe bedanken. Schritt für Schritt hast du den Teilnehmern gezeigt, wie sie ihre Mails professionell organisieren können. Ich freue mich sehr, dass du dieses Webinar angeboten hast und man merkt, dass du viel Zeit und Energie hineingesteckt hast, damit die Teilnehmer einen guten Nutzen von deinen Informationen haben. Wer dich kennt, der weiß, wie qualitativ hochwertig deine Schulungen sind. Du verbindest Informationen, in denen für alle Teilnehmer immer Goldnuggets stecken, mit deiner ruhigen, herzlichen und die anderen Menschen würdigenden Art. Dafür danke ich dir sehr. Ich kann das Webinar wirklich empfehlen. Ja, also danke, Britta. Danke, Christiane, nochmal. Und schön, dass du dabei bist und das Ganze auffrischen möchtest. Das freut mich auch riesig. So, dann werde ich jetzt einmal die Präsentation stoppen. Ihr könnt jetzt alle Fragen, die noch offen sind von euch, gerne ins Chat schreiben. Und ich gehe auch auf die Fragen drauf ein, die mir vorher bei der Umfrage gefragt wurden, die jetzt noch offen sind. Ich muss mal gucken. Also viele haben wir ja auch besprochen. Genau, wie funktioniert das praktisch? Ist ganz klar, die verschiedenen Möglichkeiten, auf jeden Fall den Newsletter-Dienst zu verwenden. Wenn du gar kein Vorwissen hast, nimm auf jeden Fall das Advanced-Paket, dass du da einfach nochmal wirklich die Möglichkeit hast, tiefer einzutauchen. Und du hast das ein Leben lang zur Verfügung, so wie Christiane. Sie hat es 2016 gemacht und du kannst dann genauso in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren reingucken und sagen, ich möchte da doch nochmal tiefer reingehen. Das machen. Termine für die Zoom-Calls schicke ich noch. Habe ich jetzt noch nicht, aber werde ich auch zeitnah schicken. Und auch da gibt es natürlich dann die Aufzeichnung. Und übrigens, da bin ich auch jetzt nicht fixiert. Wenn wir noch einen vierten Zoom-Call brauchen, machen wir einen vierten Zoom-Call. Also mir geht es darum, dass wirklich
ja, das Umsetzen gut ist und funktioniert. Und auch wenn ihr sagt, wir brauchen das, wir haben ja die Facebook-Gruppe, wenn ihr sagt, wir brauchen unbedingt schon nach 2 Wochen einen Supra, machen wir das auch. Also da bin ich durchaus offen. Dann brauche ich eine neue E-Mail-Adresse dafür. Nein, brauchst du nicht. Die E-Mail-Adresse verwendest du dann, wenn du mit dem Newsletter-Dienst arbeitest, also mit dem E-Mail-Programm. Dann, ich möchte meine gesammelten Kontakte der letzten Jahre mal vernünftig geordnet und professionell für meine verschiedenen Geschäftsbereiche nutzen. Das ist genau die Arbeit, die wir machen, dass du die Kontakte, die du schon hast, in eine Excel-Tabelle nimmst, sortierst, importierst in dein Programm und dann nochmal auch die E-Mail schickst und fragst, möchtest du überhaupt noch Informationen von mir haben? Also da aufzuräumen. Wie kann ich Bilder mitversenden? Kann einfach dann eingefügt werden. Da gibt es in der Regel solche Drag-and-Drop, E-Mail-Bilder heißen die. Das heißt, man schiebt und zieht die Sachen, die man haben möchte, dahin, wo sie sind und gestaltet das somit. Einfach mit verschiedenen Feldern, mit Textfeldern, mit Bildfeldern. Videos kann man einfügen, Links kann man einfügen und so weiter. Super. Schön, Edeltraud. Freut mich riesig. Super. Dann, ich möchte gerne Kontakte knüpfen. Ganz wichtig ist mir, das wird dir nicht helfen, dass du 1000 neue Kontakte über E-Mails bekommst. Die Kontakte kriegst du über persönliche Kontakte oder über die Website oder über einen Blog oder über Instagram oder über Facebook. Mit den E-Mails machst du das Follow-up, machst du das Nachbetreuen. Wenn du das möchtest, ist es wichtig, dass du guckst, welches ist der Weg, um die Kontakte zu kriegen, um dann mit den E-Mails nachzubereiten. Eine andere Frage. Das ist mehr eine Basisfrage. Wenn ich an mehrere eine E-Mail sende, sind dann die Mailadressen für andere sichtbar? Also aus Datenschutzgründen darf das natürlich überhaupt nicht sein. Mit dem Newsletter-Dienst bist du sowieso gut. Sieht man das gar nicht. Wenn du normal mit deinem E-Mail-Programm, mit Outlook, mit Thunderbird oder sogar online arbeitest, direkt aus Webmail raus, aus Google Mail raus, dann gibt es 3 Felder. An, CC und BCC. Was heißt denn das? Blind Copy. Was heißt das dritte C? Auf jeden Fall ist das BCC, das Feld, wo du die Adressen reinschreibst, wenn du an mehrere schreibst und die das nicht sehen und nicht erkennen sollen. Also ganz, ganz wichtig, wenn du 20 Adressen hast, füg die immer ins BCC ein. Ich hatte da schon Mails, wo das jemand vergessen hat und dann haben alle an alle geantwortet, dass das gar nicht geht und richtig einen Aufstand gemacht und dass jemand, der eine liebe Mail schreiben wollte, das können wir direkt vermeiden, indem wir das wissen und so machen. Ah, Blind Carbon Copy. Super, Sabine, danke, danke. Und auch Doris und Edeltraud. So, wie kann ich den Bestätigungsklick aktivieren und muss ich die Erlaubnis von meinen bestehenden Kontakten haben? Also ja, du brauchst die Erlaubnis von deinen bestehenden Kontakten, dass die nach dem neuen Datenschutzgesetz, dass das stimmt, haben wir vorhin schon gehabt. Und den Bestätigungsklick richtet man dann einfach ein. Den Bestätigungsklick kannst du nicht in einer normalen E-Mail von deinem normalen Mailprogramm einrichten. Wie und wo speichere ich E-Mail-Adressen von neuen Kontakten? Du kannst die manuell in die Programme einfügen, wenn du die Einwilligung hast, oder du kannst sie als Excel-Liste importieren. Wie baue ich die E-Mail so auf, dass sie jeder liest? Da würde ich sagen, ist so umfangreich, dass das in dem Modul 4 oder 5, was es ist, da ist es wirklich so geschrieben. Wichtig ist Abwechslung, wichtig ist, dein Kundenavatar gut zu kennen. Allein wenn du das machst und sehr persönlich an deinen Freund als idealen Kunden schreibst, und die anderen Sachen noch nicht weißt, also kannst dich immer fragen, würde das mein Freund oder meine Freundin gerne lesen? Und dann hast du schon eine gute Antwort. Wie kann ich Bilder und Clips einfügen? Geht ganz einfach mit den entsprechenden Feldern. Wie schreibe ich viele Kunden persönlich mit einem Inhalt an, indem du genau weißt, was dein idealer Kunde ist. Jana fragt, Mathilde, ich habe im Moment kein Team, trotzdem sehe ich Möglichkeit für die Zukunft. Kann man dieses Training auch zum späteren Zeitpunkt erwerben? Also ich mache jetzt konkret das Programm so mit den Boni, die ich jetzt alle habe.
Bisher habe ich das immer punktuell angeboten, weil ich ja dazu auch die Fragen- und Antwort-Webinare, die Live-Calls habe, weil ich eure Fragen direkt betreue. Das kann gut sein, dass ich das 2019, 2020 auch wieder anbiete, dieses Training. Also dann vielleicht das Jahr warten und gedulden. Was mir auch wichtig ist, mach das bitte nur mit, wenn du das wirklich möchtest. Also ich möchte, dass die, die mitmachen, wirklich einen optimalen Nutzen davon haben. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich, ist mir technisch eigentlich echt viel zu viel und ich möchte mit meinen einfachen Mails, wie ich so bin, weiterarbeiten, ist das auch total gut. Und wenn du sagst, nee, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wie starte ich am besten? Mit dem Schnellstart. Wie kann ich möglichst viele Menschen ansprechen, ohne sie zu überfordern oder zu nerven? Es ist schon gut, möglichst kurze E-Mails zu schreiben und möglichst abwechslungsreich. Also da dieses Thema, die verschiedenen Punkte, wie ich Mehrwert geben kann und den Kundenavatar gut zu kennen. So, wie geht es? Mit geringem Aufwand kurze ansprechende E-Mails an den Kunden zu senden und über Aktuelles zu informieren. Da, wenn du die Listen hast, dann ist das alles vorbereitet. Wenn du Vorlagen hast, musst du dann nur noch die Infos einfügen und kannst es versenden. Das geht dann sehr schnell. Für Veranstaltungen, dafür möglichst schnell zu senden, war auch die Frage, kannst du bereits sofort E-Mails einprogrammieren, dass du sagst, die Veranstaltung ist in einem Monat, ich verschicke jetzt die erste Mail, anderthalb Wochen vorher die zweite Mail, ein oder zwei Tage vorher die dritte Mail und die programmierst du sofort alle ein. Und dann brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Hier der Tipp, damit es nicht die Interessenten nervt, ändere jede Mail. Schreib nicht dreimal die gleiche Mail, sondern gib Wert mit den E-Mails. Und schreib jedes Mal was anderes. Du kannst zum Beispiel schon einen Tipp schreiben, der im Vortrag vorkommen wird. Oder Fragen stellen oder schon was zu einem Öl erzählen. Irgendwas, was so ein bisschen schmackhaft macht, nicht so viel, aber einfach einen anderen Blickpunkt oder eine andere Herangehensweise bei den verschiedenen Mails. Dann ist es zwar auch eine Einladung und gleichzeitig gibst du Wert. Wann starten die Programme? Gibt es Aufzeichnungen der Webinare? Danke, Edeltraut. Also, ich habe einen Mitgliederbereich online. Da schicke ich dann, wenn ihr das Geld überwiesen habt, schalte ich euch frei und dann könnt ihr da jederzeit reingehen. Die ganzen Module von dem Advanced Training, die sind ja schon so, die gibt es ja so als Aufzeichnungen. Das heißt, die sind da komplett alle hinterlegt. Genauso auch die Aktionsschritte, die PDFs, kannst du dir alles downloaden. Die ganzen Boni hast du in einem Feld, kannst du dir auch downloaden. Und die 13 Videos, die sind gerade noch in dem Erstellungsprozess. Das heißt, die werden auch zeitnah fertig werden. Die ersten sowieso. Das heißt, du hast die, sobald du dann das überwiesen hast und freigeschaltet bist, stehen die dann für dich zur Verfügung. Die Zoom-Konferenzen werde ich dort auch mit hochladen. Das heißt, von allem, selbst wenn du nicht live dabei sein kannst, gibt es Webinare und ja, in einer Woche steht dir das zur Verfügung. Super. Dann, wie, das hatten wir schon. In welchen Abständen kann ich wen wie häufig kontaktieren? Je besser du deine Kunden kennst, desto besser kannst du das sagen. Es gibt welche, zum Beispiel, wenn du Online-Kunden, Interessenten hast, kannst du in der Regel öfter Mails schicken, als wenn du Menschen hast, die dir einmal bei einem Vortrag Kontaktdaten geben und vielleicht fast nie E-Mails verwenden. Wenn du denen alle 2 Tage E-Mails schickst, wenn du denen die schickst, dann sagen die, ah, oh, das habe ich aber mir nicht so vorgestellt. Das heißt, indem du weißt, wer ist dein Kunde, entscheidest du dann auch individuell, möchtest du einmal im Monat schicken, möchtest du einmal pro Woche schicken. Wie oft erinnerst du an die Veranstaltung? In der Regel ist dreimal gut, aber es hängt auch von ab, wie viele Veranstaltungen du machst. Wenn du im Monat 5 Veranstaltungen hast und jede dreimal bewirbst, ist das viel zu viel, dann würdest du das zusammenfassen. Also das sind dann Sachen, die du dann individuell anpasst. Wie lang sollte eine E-Mail sein? Die darf variieren. Je kompakter, desto besser.
Weil heutzutage, wir werden immer kurzlebiger und sind gewohnt, einmal kurz zu überfliegen und das war's, wenn wir überhaupt reingucken. Einmal ist es wichtig, dass du einen guten Einstieg hast, dass es dann wirklich sofort gelesen wird. Und dann kann das variieren. Ich habe zum Beispiel manchmal informative Mails, die ich schicke, die sind richtig lang und ausführlich. Aber weil Menschen wissen, dass ich Wert gebe oder dass da auch wirklich was kommt, werden die gut gelesen und die kommen auch nicht ständig. Zwischendurch kommen dann kurze Mails, wo nur ein Tipp drin ist, also wo keine Informationsüberladung ist. Genau, das war es eigentlich beim Betreff beachten. Das machen wir auch bei den Modulen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Genau, das ist mir wichtig. Das heißt, du hast es zur Verfügung, kannst es in deinem Tempo zu der Zeit, wo du sagst, jetzt setze ich mich damit auseinander, erarbeiten, weil das bei jedem wirklich individuell ganz unterschiedlich ist. Wie gesagt, mein Ziel ist für dich, dass du, wenn du schnell bist, das in einem Tag machen kannst. Wenn du das ausführlicher machst mit dem Schnellstart 2 oder 3 Wochenenden. Wie das sein wird, das werdet ihr mir dann mitteilen. Da wäre ich euch total dankbar, wenn ihr mir dann auch die Rückmeldung gebt. Hilft es euch? Wie gut hilft es euch? Und wie lange braucht ihr dafür? Weil dann kann ich das entsprechend auch für zukünftige, ja, für die Zukunft weiß ich das für mich selbst. Weil ich weiß natürlich, wie lange ich brauche. Aber bei jedem ist es ganz unterschiedlich. Dann danke ich euch für den Abend, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schreibt dir ruhig nochmal danach auf, was du nacharbeiten möchtest. Also egal, ob du jetzt bei den Trainings tiefergehend mitmachst oder ob du dir das nimmst, was wir heute hatten. Dass du zum Beispiel den Kundenavatar für dich schon durchgehst oder guckst, wann du das machen kannst. Und die anderen Felder, dass du da für dich mehr Klarheit schaffst, wie du das mit dem Datenschutz auch umsetzen kannst. Und ich freue mich auf alle, die dabei sein werden. Ich danke allen auch für die Beteiligung heute, für das Teilen der Öle, dass wir das machen können und auch so eine inspirierende Gruppe sind. Und dann wünsche ich dir, dass du eine schöne Zeit hast, auch morgen. Ich hoffe, ihr habt alle die Info, dass morgen das die Gedenkfeier für Gary ist, dass ihr euch abends zum Webinar mit zuschalten könnt. 20 Uhr vom Team Enjoy machen wir dieses Erinnerungswebinar, wo wir Geschichten teilen zu Gary. Und dann danach kann man wahrscheinlich live das in Whispering Spring nachverfolgen. Ist ja einfach was uns jetzt auch wirklich beschäftigt. Und ich selbst merke einfach umso mehr, diese Dankbarkeit, das alles teilen zu können und was das bedeutet, was wir mit jedem einzelnen Ölefläschchen haben. Also dieses Riesengeschenk, was wir haben. Ja, also schönen Abend euch. Ich schicke die Aufzeichnung für das Webinar im Anschluss auch an alle. Also ihr könnt die Aufzeichnung gerne weitergeben. Wie gesagt, bis zum kommenden Mittwoch können sich andere auch noch mit anmelden. Meine Bitte, wenn ihr das für euch macht und sagt, oh, ich habe jemanden im Team, der möchte das unbedingt auch lernen, für den ist auch gut, dass ihr es weitergebt und dann entsprechend die Person sich auch an mich wendet. Genau. Super. Also, ganz lieben, schönen Abend und dann bis bald.